zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Willkommen aus Belgien. Ich bin diese Woche wieder in Brüssel. Das Wetter ist hier ganz okay diese Woche. So Herbst, ja, akzeptieren wir einfach, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin eher so der Frühling-Sommer-Typ und Winter auch nur kurz. Die ganze Woche über war es schon ein Riesendrama. Yvonne Wölke geht zum Promi-Büßen. Ich habe die Folge schon auf Join Plus gesehen. Ihr könnt die immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung online sehen. Es lohnt sich diesmal, weil es sind alle, ausnahmslos glaube ich, alle in diesem Cast drin, die uns unangenehm und sauer aufgestoßen sind. Glaube ich. Lisha ist drinne, Christine Okpara sind drinne, Yvonne Wölke sind drinne, Mike Zies ist drinne und der komische Erik ist drinne. So, was wollen wir noch mehr? Steff ist auch drinne, aber da habe ich halt nicht so viel mitbekommen. Deswegen interessieren tun uns, glaube ich, die genannten Personen von mir, oder? Deswegen würde ich sagen, ich bereite heute die zweite Stunde der Schande und ja, lasst uns rein ins Video und damit herzlich willkommen bei Das große Promi-Büßen. Ist das so, dass die bei Promi-Büßen, der das gewinnt, bis zu 50.000 Euro gewinnen kann. Das geht hier also wirklich ums Büßen. Es geht hier um Spiele, die diese Menschen, die hier drinnen sind, büßen lassen. Also die Büße abtun, abarbeiten, ja, würde ich mal sagen. Als erstes zieht hier Dani Büchner ein. Das könnt ihr euch auf Join Plus angucken. Dann kommt Steff, der Herr, der auch mit Mike Zies beim Sommerhaus war. Und zwar müssen die nämlich, wenn die halt einziehen, entscheiden, was sie fürs Team erspielen wollen. Direkt in der ersten Runde, von den Betten bis zu den Koffern, von der Zahnbürste bis hin zu Klopapier, konnten sie alles erspielen. Die ersten beiden, Steff und Dani Büchner, sind jetzt drinne und Steff erspielt das erste. Und zwar müssen die tatsächlich Bungee-Jumping machen, was ich ehrlich sagen muss. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte und finde es schon sehr, sehr hart. Alter Schwede. Das habe ich mir nicht so heftig vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Dass man denkt, so, man fliegt wie ein Vogel und genießt das. Aber ich habe da gar nichts genossen. Ich habe geschrien wie am Spieß. Irre, oder? Ja. Und jetzt zieht der nächste Kandidat ein. Und das ist Mike Zies. Mike Zies ist unter anderem ja bei BeReal gewesen. Der ist da jetzt nicht mehr mit dabei. Warum auch immer, da scheiden sich die Geister bei den Aussagen. Da enthalte ich mich auch, weil ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, ich hatte mit Mike den Sommer über zwischendurch groben Kontakt, weil wir uns ja ausgesprochen hatten. Ich habe da auch vermittelt zwischen ihm und Tana, beziehungsweise ich habe es versucht. Aber das ging nicht, das geht nicht. Ich hab wirklich versucht. Ja, aber jetzt ist er beim Promi-Büßen. Und ich muss dazu sagen, Mike ist Mike. Und lieber Mike, wenn du das hier siehst und du wirst das ja sehen, du bist hier in einem Format. Ich bin eine Reaction-YouTuberin. Das musst du jetzt wieder aushalten. Denn, wie ich finde, hast du dich in diesem Format in der ersten Folge halt auch nicht so von der guten Seite wieder präsentiert, versuchst Yvonne Wölke hier Tipps zu geben, wo ich mir denke, Bruder, beherzige diese Tipps doch einfach erstmal für dich selber. Aber wir schauen es uns gemeinsam an. Oh my God. Her mit dem nächsten schwarzen Schaf. Der Teufel trägt Prada. Oder ist das Gucci? Das ist Versace. Und hier haben wir Louis Vuitton. Und Gucci. Ich habe ein bisschen Bammel hier drin, ich bin nicht ganz ehrlich. Mein Name ist Mike Zies, man kennt mich aus Sommerhaus der Stars 2021. Der kommt da einfach mit einem Anzug rein, ne? Und dann auch noch, da steht da so Fett Louis drauf und dann diese rote Krawatte, ne? Ein Schandfleck in einer sehr guten Laufbahn. Ein Schandfleck in einer sehr guten Laufbahn, da musste ich halt echt schmunzeln, ne? Also,
Mike, sehr gute Laufbahn ist halt auch immer relativ, auf jeden Fall. Aber die Trash-Shows, die du gemacht hast, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich habe dir ja auch geraten, mach was Gutes, mach was Richtiges. Promi-Büßen ist aber schon ein hochkarätigeres Format. Aber man muss halt auch dann gucken, wie man sich auch schon wieder dann verkauft, ob die Zuschauer merken, dass man reflektiert ist, ob die Zuschauer merken, dass man sich Dinge eingesteht. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob du dir hier die Dinge eingestehst, die damals schiefgelaufen sind. Toxische Männlichkeit. Zuschauer fordern RTL zum Eingreifen auf. Dann geh doch! Heul nicht da drin aus! Nachdem ich wirklich sehr, sehr hart an mir gearbeitet habe und ich finde, in meinen Augen resozialisiert bin. Okay, und das ist so ein Ding, das hat er ja abgedreht. Das war, glaube ich, ja im Sommer oder vor dem Sommer. Und er sagt, er hat hart an sich gearbeitet. Und jetzt kam das ja mit Michelle raus, mit Be Real, was er mit Ariel da abgezogen hat, was er mit Michelle abgezogen hat, was er da auf Mallorca abgezogen hat irgendwie. Aber wie gesagt, ich habe keine näheren Details, aber die groben weiß ich. Die haben wir auf Social Media mitbekommen, was mit Ariel und Michelle da los war und so. Und da muss ich sagen, ich bin dann auch nicht mehr, er hatte mich noch einmal angerufen, Mike, du hattest mich noch einmal angerufen, ich bin aus genau dem Grund nicht mehr ans Telefon gegangen, weil ich es nicht mehr hören wollte. Ich will es nicht mehr hören, weil wenn man an sich hart gearbeitet hat, wie du es hier ja sagst, hättest du bei Be Real und im Private Life da nicht so eine Scheiße gebaut, Mann. Und das ist halt auch so schade, weißt du? Und das habe ich dir auch gesagt, das ist auch so schade. Und ich habe ja auch per se gar nichts gegen dich, weil du hast mir seitdem nichts mehr getan. Ich habe ganz andere Dinge gesehen, was du letzten Sommer Leuten geschickt hast und rumgeschickt hast über mich. Und das kam mir aber jetzt erst zu Ohren. Da habe ich immer gefragt, von wann war das? Aber es war alles nicht von diesem Jahr. Deswegen ist es alles in Ordnung, weil letztes Jahr haben wir uns gemeinsam gegenseitig mit Scheiße beschmissen. Aber ja. Darf die Gesellschaft mich auch wieder aufnehmen, weil jemand, der am Boden liegt, den kann jeder treten. Daddy! Daddy ist gekommen! Ich bin schon beim Promi-Büßen. Lieber Promi, bitte wähle eine Annehmlichkeit aus, auf die du nicht verzichten möchtest. Koffer ist halt wichtig. So. Du das stimmt. Nicht irgendwie wochenlang in den gleichen Klamotten rumlaufen, sondern hast ein anderes Outfit genommen. Oh, die nächste. Genau. Rausgeputzt zum Büßen. Und dann zieht Gloria ein. Gloria kennen wir alle, was sie da beim Temptation gemacht hat. Wenn du keinen Job machen wolltest, dann ist nicht keinen Job. Die Zuschauer haben leider das Bild von mir, dass ich die absolut größte Furie bin. Hausdrache, toxisch, narzisstisch. Also dieses Bild hat leider Deutschland von mir. Komm, ich nehme die Kissen. Ich nehme die Kissen. Soll ich die Kissen nehmen? Nein, ich nehme Shampoo. Ich nehme Shampoo. Mike. Entscheidet ihr euch für alle Koffer, musst du springen. Gloria, entscheidet ihr euch für Shampoo, musst du springen. Ja, nimm die Koffer. Mhm. Und zwar springt nämlich tatsächlich Mike von da oben runter. Und ich habe mir gedacht so, ja, Mike wird es auf jeden Fall machen. Da schätze ich ihn so ein, dass er sich da jetzt, weil er wird irgendwie alles jetzt tun. Ne? Und ja. Wie nett, dass er winkt, obwohl er mal gesagt hat, so, euch wünsche ich kein Kind zusammen. Wirklich wahr. Also das hat ganz viel mit meiner Frau gemacht auch, diese Aussage. Dieser hat gesagt, dass wir kein Kind kriegen sollen, ne? Das schwebt im Kopf so. Das hat der hat einfach gerade Wichser gesagt. Mike Thies sagt einfach gerade zu Jeff Wichser. Oh. Ist schön, oder? Aber ich kann natürlich verstehen, dass ich habe mit Patrick auch da drüber gesprochen gehabt, so, ja, weil Patrick hat da für Mike Partei ergriffen und hat gesagt, ja, würdest du wollen, dass man das zu dir sagt? So, ja, ich wünsche euch kein Kind zusammen. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, aber ich finde es, dass in dem Zeitpunkt, wo sie sich im Sommerhaus zusammen gezeigt haben, genauso. Stell mal vor, die kriegen ein Kind zusammen. Ich finde das aber bei jeder Beziehung, die so ist, wie bei im Sommerhaus, bei Michelle und Mike, finde ich das fatal, ein Kind in die Welt zu setzen. Aber das ist ja nur meine bescheidene persönliche Meinung. Ich glaube, Jeff hat das ja genauso gesehen. Steffen, oder wie auch immer er heißt. Und Patrick sagte, ja, aber vom Grundprinzip, ja, Grundprinzip hat er recht. Grundprinzip ist das, tut das wahrscheinlich immer weh, egal was für eine scheiß und toxische Kackbeziehung man führt. Ne? Aber ich bin da halt so ein logischer Menschenverstand. Ja, toxische Kack-Scheiß-Beziehung, kein Kind.
Ich sag ja auch, Gott sei Dank habe ich mit mit meinen anderen Partnern, die war da, also Gott sei Dank habe ich mit denen kein Kind, so, ne? Weil ich habe immer für mich selber gesagt, hör mal zu, ich wusste immer, ich bin in dieser kranken Kackbeziehung, das ist aber meine Misere, das will ich keinem Kind antun, wisst ihr? Und deswegen denke ich halt so, ne? Das hat gar nichts mit denen persönlich zu tun. Ich glaube schon, dass das macht, oder? Ja, ich glaube, die Blöße gibt es jetzt nicht mehr. Nee, genau. Also ich sag euch eins, ich hätte mir eine Hose gepisst. Naja, ich auch. Mir lief da wirklich ein kalter Schauer den Rücken runter. Ja. Du hast Michelle und auch keine andere Frau so zu behandeln. Ja. Und los, komm. Nice. Ja. Sehr gut. Stolz auf dich, hast du gut gemacht. Oh, ich bin nass geschwitzt. Scheiße. Wir haben Koffer. Ja, wir haben Koffer. Gott sei Dank. Nach der Kofferlieferung hat Mike dann auch schon seinen ersten Gegner ins Visier genommen. Ich kann das nicht so einfach vergessen. Es fühlt sich so an, wie wenn dir jemand ein komplettes Messer in dein Gefühl, nicht nur in dein Herz, in dein Gefühl, in deine Familie treibt. Ah ja, komm. Lieber Cardias. Wir fangen bei null an, ne? Du, ja, ich war im ersten Moment, wo ich dich... Komm, lass uns bei null anfangen. Ich war sauer auf einen Spruch, aber da... auf einen Spruch bei der Abschlussung. Aber lass drauf scheiß... Hör zu. Ich wollte gerade sagen, wenn wir so anfangen, Als du mich gegrüßt hast, da ich so, okay, komm, jetzt lass... Ja, so, jetzt konzentrieren wir uns hier mal, weil wir sind ein Camp und scheiß drauf so. Sommerhaus ist nicht mehr. Nee. Aber sonst alles cool. Wenn du auf einen Spruch, dann muss ich auf eine Million spielen. Aber ich tippe mal, die Diskussion wird trotzdem noch irgendwann kommen. Ja, lass uns Outfit da von Mike. Das anstrengend hier. Danke. Dann können wir ja weitermachen. Genau. Mit dem Konfirmation. Kommen wir jetzt von dem, was ist denn hier eigentlich los? Kommen wir jetzt von dem einen komischen Dresscode zum anderen komischen Dresscode. Und zwar Erik Sindermann, aber von dem hat man auch nichts anderes erwartet, oder? Hier. Mein Name ist Erik Sindermann, auch bekannt als Dr. Sinsen. Was ist das? Das sieht nicht gut aus. Ich hasse das. Ich hasse Höhe. Mhm. Der künftige Modekönig von Deutschland. Naja, das Ding ist halt einfach auch, Erik, ne, wie lange sagst du das jetzt auch schon, ne? Der zukünftige Modekönig von Deutschland. Wie lange sagst du das jetzt schon, ne? Streit eskaliert öffentlich. Mehr Manipulation geht nicht. Die Zuschauer haben eigentlich in den letzten 2 Jahren kein so gutes Bild von mir, weil viele Leute können mich nicht leiden. Ich weiß, dass ich polarisiere. Nee, ich weiß, Erik, du polarisierst nicht, du lügst, du hintergehst, du tust alles so ein bisschen. Du bist so auf einer Stufe wie Yvonne Wölke, nur in männlich. Ja, Retalk. Meine Meinung sage. Nee, es liegt nicht daran. So, ich kann auf alle Fälle nicht auf Klopapier verzichten. Wenn jemand das braucht, dann ich. So, und dann zieht der Nächste ein, aber ich wollte euch noch, bevor wir hier weitergehen, die künstliche Tränenheulerei von Erik Sindermann zeigen. Achtung. Springen oder springen wir nicht? Ja, safe. Hat er den Geldanzug an? Ja. Und die Krone. Ja. Höhenangst hast du? Ja, nee. Ja. Ist, hat der Höhenangst? Ja, nein, keine Ahnung. Habe ich was verpasst? Wo sind denn jetzt die Tränen? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wo sind denn jetzt die Tränen und diese Show? Also wenn ich... Nee. Ich kann ja, also wir machen ja auch, wir YouTuber machen auch Show, wir überspitzen Dinge und machen und tun und ja und alles. Aber Freunde der Sonne, wir Schauspielern hier nicht, wie ein Erik Sindermann. Also das kann doch auch langsam nicht mehr Entertainment sein, Retalk. Sprunghaft ist wie seine Stimmung. Ja. Jetzt schnürren die Krone einfach auch noch hinten dran. Ne? Das ist auch einfach nicht mehr witzig. Leute, ihr könnt Sindermann für einen peinlichen Idioten halten. Ja. Aber der peinliche Idiot hat Eier in der Hose. Also, let's go. Wie ein lächerlicher Zwerg, mach dich nicht unnötig größer, als du bist. Ja. Da bin ich so gespannt auf diese Stunde der Schande. Aber das muss man sagen, der springt hier auch runter und der hat beim Promi-Boxen halt auch seinen Gegner geschlagen, auf Deutsch gesagt. Ne? Also das muss man sagen, Eier hat der, aber deswegen, weil er so Eier hat, hat der auch Eier zum Lügen und zum Betrügen, wie ich finde. Ne? Also so ist es und nicht anders. Und dann zieht die nächste Kandidatin ein, keine geringere wie Christine Okpara, Freunde der Sonne.
Ich heiße Christine. Mich kennt man eventuell aus der zweiten Staffel Are You The One oder aus der zweiten Staffel Couple Challenge. Oder von Instagram, wo ich einfach random Leute beleidige, in die Kamera spucke, mich daneben benehme, wie als wenn ich nie in meinem Leben auch nur gelernt hätte, mich in einer Gesellschaft zu bewegen. Ich weiß, dass ich im Fernsehen vielleicht ein bisschen over the top manchmal war. Die sagt einfach, dass ich im Fernsehen manchmal over the top war. Und das ist immer so das Krasse. Genau die Menschen, die so gar keine Selbstkontrolle haben und sich komplett also die haben keine Reflexion, ne? Also die reflektieren sich ja, glaube ich, null. Die sehen das ja auch einfach überhaupt nicht ein, weil die sagt gleich hier nämlich Folgendes. Lange hat sie schon. Spuck dir mal in die Fresse, Mädchen. Ich halte die Scheiße in die Fresse auf. Ich spuck auf dich. Nur ein bisschen over the top, oder, Freunde? Nur ein bisschen, ganz kleines bisschen over the top. Dann ist man natürlich der Terrorteufel. Was ist das für ein Mensch? Sie macht alle fertig. Das ist kein Terrorteufel. Christine, du bist kein Terrorteufel. Du bist... Was sagt man denn zu dir? Das ist auf jeden Fall... Hier geht's nicht um Terrorteufel. Das ist viel zu niedlich für dich. Dabei werde ich fertig gemacht. Ah, ja. Seht ihr? Seht ihr? Es sind immer die anderen. Ja, ich habe hier Warmwasser abgemacht. Ich glaube, da werden sich die anderen auch drüber freuen. Die lebendige Bildschlagzeile auch eine warme. Jetzt kommen wir zu dem größten, wichtigsten Einzug der ersten Folge. Denn sie polarisiert auf Instagram schon extrem, weil es hier zwei Lager gibt. Es gibt einmal die ihres Gegner und deswegen sind sie Yvonne Wölke-Fans. Und es gibt einmal die Iris Klein Ultras. Das sind die Fans von Iris. Und diese zwei Lager bekriegen sich hier auf Social Media, wie ich jetzt so richtig festgestellt habe, extrem. Freunde, und da seid ihr auf meinem Kanal richtig, wenn ihr lernen wollt, Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und wie sind denn die Dinge eigentlich? Hören wir uns das doch erstmal an. Duscherin ist... Nicht euer Ernst. Oh, hallo? Mein Name ist Yvonne Wölke, ich komme aus Berlin. Ich bin ausgebildete Schauspielerin. Oh. Ohne jemals einen Schauspielerjob zu haben, eine richtige Rolle gehabt zu haben. Aber man ist ausgebildete Schauspielerin. Das muss man hier ganz klar erwähnen, Freunde der Nacht. Wenn ja sonst keine Referenzen am Start sind erstmal, oder? Hallo? Was ist das denn hier? Ja, hallo? Peter und ich, wir waren ja in Australien. Wir haben uns sehr gut verstanden. Freundschaftlich. Ja? Okay. Da war aber auch nichts. Nein. Und seine Frau, Iris, die hat das irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Nein. Und das hat sie natürlich öffentlich auch dargestellt. Und ja. Ich glaube, ich wurde so in einer Ehekrise reingeworfen. Ich wurde in einer Ehekrise reingeworfen. Aber als erstes frage ich mich hier... Was für ein Outfit kommt die denn da an? Kommt die gerade von meinem Ex-Job? Nee, im Dollhaus hätte sie nicht tanzen können. Sagen wir, vom Stardust Köln oder vom Pascha Club Table Dance Köln? Kommt gerade und will da rein ins Haus? Ich weiß nicht. Ich frage, was das für ein Outfit sein soll. Ja, oder Freunde der Sonne? Also ich gehe auch so in TV-Shows. Ich ziehe mein ehemaliges Stripper-Outfit an. Das ist auch so Glitzer-Bikini. Und die Hupen sind mir ganz wichtig gewesen in diesem Milieu, logisch. Und dann habe ich das auch so, habe mir die High Heels angezogen und bin dann mit meinem Stripper-Koffer, ich hatte wirklich einen, da waren meine ganzen Klamotten drin, und bin dann damit von Club zu gefahren. Und dann dachte ich mir so, ja... Also das macht es hier, das sieht hier sehr ähnlich. Aber wenn wir hier mal wegkommen vom sich drüber lustig machen, denke ich mir nur so, was ist denn das Ziel, wenn man mal weiter guckt, wenn man sich so mit einem Glitzer-Triangel-BH in eine TV-Show präsentiert, indem man das aufknöpft. Also hier geht es hier nicht um eine normale Bewertung eines Outfits, sondern hier geht es um das Bewerten des Outfits, weil...
Kleider machen Leute und man wählt bewusst Mode, um eine Message zu transportieren. Wenn einer sich sehr gut elegant kleidet, heißt das, ich möchte elegant sein, ich bin elegant, ich kleide mich gut, seht hier so. Wenn einer sich alternativ kleidet, signalisiert er, ich bin ein alternativ lebender Mensch, ich lege keinen Wert auf dies, das und jedes. Das heißt, jede Modeart repräsentiert einen gewissen Lifestyle, eine gewisse Einstellung, einen gewissen Charakter. Und deswegen finde ich, dass man Mode durchaus, auch wenn man nicht gefragt wird, aber wir als Reaction-YouTuber können das durchaus bewerten. Und ich finde einfach, wir sollten hier fragen, okay, was möchte sie uns signalisieren? Könnt ihr mir sagen, was man mit so einem Outfit signalisieren möchte, indem man die Bluse rundherum um die Hupen aufhat und dann da so steht? Könnt ihr mir das sagen, was man da repräsentieren möchte? So, man reduziert sich natürlich auf genau das. Auf genau das reduziert man sich. Oh mein Gott, das möchte ich zeigen. Ich habe Rundungen und Kurven. Und daraus kamen dann die Presseartikel und dadurch kennt man mich jetzt besser. Ehebrecherin und Fame-Geilheit. Peter Klein und Yvonne Wölke. Haben sie sich selbst entlarvt? Na? Das ein oder andere Foto hätte nicht stattfinden dürfen und vielleicht habe ich auch etwas provoziert. Deshalb bin ich, glaube ich, auch hier. Mhm. Ich würde das nehmen. Warm Wasser oder Kissen? Hallo. Ne. Hast du recht gehabt, das kommt manchmal mit Turnschuhe. Ey, geil! Wie siehst du denn aus? Mega! Ey, geil! Wie siehst du denn aus? Oh, hallo! Oh, da kennen sich aber zwei. Oh, bestimmt. Super Freunde sind die. Juhu. Yvonne und ich kennen uns schon seit 13 Jahren. Ist eine ganz liebe und treue Seele. Ganz treu, ganz lieb, ganz treu. Oh, ich freue mich, dass du da bist. Ich mag ihn sehr gerne. Er ist auch wirklich ein cooler Typ und ein sehr, sehr netter Mensch. Deswegen weiß ich gar nicht, was in der letzten Zeit mit ihm so passiert ist. Ja, wir wissen auch gar nicht, Yvonne Wölke, ne? Du ja wahrscheinlich auch, was mit dir so in letzter Zeit passiert ist, dass du so gerade durch den Kakao gezogen wirst, ne? Das wisst ihr beide wahrscheinlich nicht, warum das bei euch so ist. Aber Yvonne, ist Peter auch hier, oder? Nee, Peter ist nicht hier. Du bist aber in einer Beziehung jetzt, oder? Ja. Okay, nee, deswegen meine ich. Aber du bist wirklich mit Peter jetzt in einer Beziehung, oder wie? Nein. Ach so. Nein. Erstmal ist es mir schon fast eine Ehre, Yvonne Wölke kennenzulernen, weil sie ja seit Monaten mit dem ganzen Drama um sie herum die Schlagzeilen beherrscht. Aber ich denke, das ganze Drama hat eher was gebracht. Weil das mag die Dani, oder? Die Dani Büchner, oder? Die hat ja auch nichts Sonstiges zu bieten. Die braucht auch die Schlagzeilen und dann sie zusammen. Oh, das postet. Das postet. Ist jetzt hier bei uns, bei Promibüßen. Ja. Ich hab wirklich nicht mehr durchgesehen. Na, ich auch nicht. Ja, ich seh das auch nicht mehr so richtig durch. Ne? Aber war doch gut. Ja, ja. Wie die da steht. Wie die da steht mit dieser Bluse. Nee, Freunde, guckt euch das mal an. Die steht da, also Standbild, und präsentiert da diesen Glitzer-BH und ihre Hupen da irgendwie mit diesem offenen. Das ist primitiv, weil das ist im Table Dance Club normal, im Strip Club. Aber also ich das ist eine erwachsene Frau. Die ist, wie alt ist die? 46, 47 würde ich sie jetzt schätzen. Das ist eine erwachsene Frau. Und ich verstehe es nicht, wie man so am Image vorbeilaufen kann. Why are you running? Why are you running? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Du bist ein bisschen ruiniert. Aber jetzt bist du bei Promi-Business und Poppy. Ja. Wer auch da ist, ist drin. Ist der Ruf es ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Auf dem Weg nach oben. Genau. Für Warmwasser. Genau, und die Christine, die springt tatsächlich auch. Und dann zieht der Nächste ein und das ist kein geringer wie Leon Mascher. Ah, nominis patre. Ich weiß nicht weiter. So, Leon Mascher ist Skandal-YouTuber geworden. Ansonsten finde ich ihn einfach unterhaltsam. Ich finde der Beruf YouTuber ist genau das, was zu ihm passt. Ich finde auch, er hat sehr gute Musik gemacht. Der hat ein bisschen was auch erreicht als YouTuber. Der hat Scheiße gebaut auch. Deswegen ist er bei Promibüßen. Aber an sich hat der so einiges vorzuzeigen, von geilen Songs bis wirklich erfolgreich auf YouTube zu sein. Und das ist nicht so einfach. Ich als YouTuber kann es bestätigen, das ist nicht so einfach, auf YouTube Erfolg zu haben. Deswegen habe ich da schon einen Grundrespekt vor,
was er da so gemacht hat. Und ich finde ihn halt einfach unterhaltsam. Trotz allem er reingeschissen hat mit Aktionen, aber auf die kommt Olivia da noch zu sprechen. Ich bin Leo Mascher. Alter, sag mir kein Bungee-Jumping oder sowas. Alter. Darauf habe ich gar keinen Bock dran. Ich bin bekannt geworden auf YouTube durch meine Strip-Tutorials. Auch durch viel Scheiße labern. Ja. Bisschen Mucke hier, bisschen paar Pranks, paar kriminelle Sachen. Mhm. 32.500 Euro Strafe. YouTube-Star Leon Mascher wegen Polizistenbeleidigung verurteilt. Ja, er. Und Leon entscheidet sich für den Spiegel. Und dann zieht die nächste Kandidatin an und das ist Lisha. Ich bin Lisha und ich bin eigentlich YouTuberin. Man kennt mich aber auch aus dem Sommerhaus der Stars oder gut bei Deutschland. Und da muss ich sagen, als ich das gesehen habe, oh, Lisha hat davon abgesehen Freunde und das brauchen wir nicht zu thematisieren und das möchte ich nicht thematisieren, weil hier geht es nicht um das Outfit, sondern um die Figur. Ich möchte euch da bitte um Kontenance, bitten um Zurückhaltung in den Kommentaren oder sonst auf Social Media, denn manchmal sieht man einem Menschen an, ob es ihm gut oder schlecht geht. Und ich finde, dass wir uns da bitte, was ihre Figur angeht, bitte zurückhalten sollen, dass wir uns unseren Teil dazu denken. Ich bewerte jetzt hier, wie sie auftritt. Und das, also das Auftreten, klar, hat mich auch unfassbar lassen. Aber wie sie hier redet, erstmal weiche Gesichtszüge bekommen und ein Stück weit auch, wo ich sage, oh, gar nicht so unsympathisch und wir wissen, was sie für eine, das sagt sie selber auch, asoziale Furie sein kann. Ja, das sagt sie ja selber auch. Und im Sommerhaus damals, das war so auch so mein Steckenpferd, so mit dem wurde ich halt mit den Reactions bekannt, weil das enorm viel hohe Klicks hatte. Sie hat sich extrem daneben genommen und war menschlich für mich Abschaum zu dem Zeitpunkt da. Aber ich schätze Lisha nicht als dumm ein oder als nicht reflektierend. Und ich glaube, dass sie vielleicht einiges eingesehen hat, einsehen wird. Ne? Aber das sehen wir dann. Lisha rastet im Sommerhaus aus. Ein verlogenes Dreckstück. Hallo, Lisha, reich. Du hast mir gar nichts zu sagen. Halt deine Fresse, sage ich dir. Ihr seid die hier drinnen, nicht ich. Ich habe eine große Klappe. Ja. Und manchmal geht es auch unter die Gürtellinie. Und ich glaube schon, dass ich einiges habe, was ich zu büßen habe. Da, ne? Und das meine ich, dass sie das weiß. Ne? So eine Christine Okpara und Mike Zies, die wissen das nicht. Und auch so eine Yvonne Wölke nicht. Ich glaube, wenn man mich persönlich nicht kennt, dann hält man mich für sehr kalt, aggressiv und asozial. Ja. Also, wir spielen nun Besteck oder Spiegel? Was willst du gerne? Ein Spiegel. Ehrlich jetzt? Entscheidet jetzt, wer springen soll. Spiegel wäre schon krass. Und springen tut tatsächlich Leon Mascher, was ich richtig gut finde. So, und dann zieht Bauer Patrick noch ein. Wir kennen Bauer Patrick vom Sommerhaus, wie er seine Freundin erniedrigt, beleidigt, herabgestuft hat, angetatscht hat, sexistisch wurde, einfach nur beschämend, ekelhaft und so weiter. Und der ist auch beim großen Promi-Büsen mit dabei. Die Männer und Frauen, ja. Männer und Frauen, ja. Ja, aber kannst ja nicht mal zumachen. Geh mal rein. Da sind ja schon voll die Pissflecken drin, Mann. Das Schlimmste auf den ersten Blick ist die Toilette für mich. Ey, ich kann doch nicht mal pinkeln, wenn Lou vor meiner Tür steht. Hm. Ich kann's nicht, nein. Ja, und war das nicht so, dass Erik Sinnermann nicht pinkeln konnte, wenn keine Pipi-Geräusche gemacht werden? Das Nötigste irgendwie da. Also bis jetzt habe ich da noch nicht mal Essen gesehen. Also es sollte ja wohl kommen noch. Ja, und die müssen nämlich Erbsensuppe essen irgendwie die ganze Woche. So, und dann sitzt hier die Crew zusammen abends und wir hören uns mal das Gespräch an, weil da geht's um Yvonne Wölke. Bist du aufgeregt? Ja. Weißt du schon, was du büßt oder büßen musst? Ja, ich denke mal das Thema. Und dann ist es auserzählt, weil es genau das Gleiche ist seit Januar. Ja. Für mich ist der Streit mit Yvonne, Iris, Peter einfach nur übelster Kindergarten. Ja. Ja, ihr beherrscht die Presse seit Januar, alle drei, ne? Aber geht dir das auf den Sack, oder? Ich finde es jetzt langsam unangenehm, also weil sie hört ja nicht auf, ne? Aber du bist mittlerweile ein bisschen aus der Schusslinie, oder? Nee, gestern war ich wieder drin. Oh, das ist auch so geil. Was hast du denn gestern schon? Sie hört ja nicht auf. Iris hört ja nicht auf. Wieder angeblich gemacht. Sie hat mich als Mehlgesicht bezeichnet. Vollkorn, Dinkel oder normal? Jeder schießt gegen den anderen und jeder ist ja dann das Opfer. Das war auch wieder nur so ein Witz, den nur Mike Thies und Yvonne Wölke witzig finden, oder?
finde es halt fies, aber dass die alle sauer, ne? Die ist sauer, Alter. Ja, aber warum muss man es denn in der Öffentlichkeit machen? Mal ganz ehrlich. Weil man dadurch gutes Geld verdient. Wahrscheinlich weiß ja, warum muss man das denn in der Öffentlichkeit machen? Ja, ganz ehrlich. Alter, ich dachte, mich tritt... Hallo, da seid ihr wieder. Ich dachte wirklich, mich tritt ein scheiß Pferd, aber ein Riesen, so ein Wallach. Wisst ihr, wie ich meine? Also, du kannst es dir nicht ausdenken. Endlich mit dem Dschungel auch rauskamen alle. Ja, aber öffentlich. Was kam denn da raus während des Dschungels? Das Thema, das rauskam. Ja, was kam denn da raus während des Dschungels? Ey, sie hat so ein... Oh, ich habe vorher mich nie in diesen Streit eingemischt, ne? Aber bei Promibüßen habe ich so ein richtiges Bild von ihr bekommen, wo ich so... Na, sie hat's doch gemacht. Sie war eifersüchtig, weil wir... Kann ich ein Duplo haben, bitte? Ey, und was zu trinken, Thema Taki? Als alle Kandidaten, die beim Dschungelcamp drin. Weil muss man mal wirklich ganz klar ja, sagen. Ja, da hat Erik recht. Die Presse hat's ja genauso gelenkt, auch als wenn ihr wirklich zusammen wärt oder was hättet. Deswegen habe ich immer gefragt, habt ihr wirklich was gehabt oder nicht? Oder seid ihr zusammen? Weil die Fotos am Flughafen waren eindeutig für mich. Ja, für mich auch. Aber ich habe ja gar nichts gemacht. Nein! Ich glaube, er glaubt mir nicht. Wir alle nicht. Peter und ich nichts hatten. Nein. Oder auch, dass wir kein Paar sind. Aber ich glaube, keiner von denen glaubt mir. Ich habe das nie verfolgt. Da kann man auch dir nicht glauben. Da kann man auch nicht dir... Da kann man dir nicht glauben, so heißt es. Danke, mein Schatzi. Danke. Was ist? Nee. Dann guckst du mich an, da hässlicher Vogel. Weil ich das so dumm fand. Ja. Das ist alles so widersprüchlich. Ja. Wir alle erwarten, dass sie zu büßen hat, dass sie einer verheirateten Frau vielleicht den Mann ausgespannt hat. Ja. Und ich frage mich, wenn sie sich so sicher ist, dass... So, und das wollte ich dazu sagen. Manche haben mir geschrieben, ja, Yvonne, aber der Mann ist ja mitschuld. Wenn der Mann das nicht... Ja, absolut. Absolut, das hat Patrick auch gesagt. Ne, was hast du zu Peter Klein gesagt, der darauf reingefallen ist? Wenn ein Mann dem nicht standhält, die Plastikhupen ins Gesicht zu halten... Er hat gesagt, dann ist er ja auch kein richtiger Ehemann. Also in dem Falle, und das sehe ich ja ganz genauso, dass ein Mann für mich ein Mann nur ist, also ein Ehemann, wenn er dem standhält. Deswegen, es ist natürlich, liegt das klar auf der Hand, dass Peter eigentlich in dem ganzen Kontext ja die meiste Schuld hat. Das will ich ja auch gar nicht schön quatschen. Aber Yvonne Wölke ist hier drin. Und Frauen wie Yvonne Wölke, die einen Mann überhaupt auf die Idee kommen, ihn anzugraben, die Fotos sich an ihn, und wenn es nur freundschaftlich ist, sich aber freundschaftlich an den Hals zu schmiegen und zu kuscheln und mit ihm eine Seriensendung zu drehen und so weiter. Entschuldigung, mit den Reizen zu spielen und so weiter. Entschuldigung, was sind das in meinen Augen für Frauen? Ich halte genauso wenig fast von einem Mann, der auf sexuelle Reize und Manipulation anspringt, einer Frau, aber halte genauso wenig von Frauen, die das benutzen, um sich an einen verheirateten Mann ranzuschmeißen, aus was für Gründen auch immer. Es ist beides für mich gleich, die gleiche Stufe. Ekelhaft. Stellt euch vor, eine Yvonne Wölke macht sich an deinen Mann ran. Hey, was denn? Ja, das sind doch nur Fotos vom Fahrstuhl, wo man sich ja vermeintlich küsst. Und das sind doch nur Fotos vom Flughafen, wo sich Yvonne an deinen Mann ranmacht oder so rankuschelt. Hey, ist doch nur freundschaftlich, oder Schatz? Hä? Warum regen wir uns denn alle so auf, oder? Na, ich finde es auch völlig normal. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Danke. Dann nichts war, warum sie überhaupt hierher gekommen ist. Willst du bitte? Fucky ist auch am Start. Ich liebe Olivia, aber die kann auch richtig ja. Hardcore sein. Genau, denn jetzt als erstes muss der gute Bauer in die Stunde der Schande. Ich habe mich natürlich gedanklich darauf vorbereitet, auf die Runde der Schande. Aber so die richtige Lösung habe ich nicht gefunden, deswegen lasse ich das einfach auf mich zukommen. Olivia macht mir schon Sorge, so. Wenn die nachher einen mit dem starren Blick so anschaut und nachher nichts sagt, ich glaube schon unangenehm. Aber wie unangenehm diese Erfahrung wird, können unsere Promis nur erahnen. Mhm. Ich habe so eine Angst vor Olivia. Es ist natürlich schon ein sehr, sehr ernster Moment. Genau, das ist es auch. Olivia Jones, grüß dich. Wie sie dann immer auch so wartet, bis einer was sagt, ne? Patrick, herzlich willkommen zu deiner ganz persönlichen Runde der Schande. Mhm. Hallo, grüß dich. Die Szenen aus dem Sommerhaus gehen. Ja. Mein Verhalten vor allem gegenüber meiner ehemaligen Partnerin. Das war jetzt die Kurzform, würde ich sagen. Ja. Ich habe aber eine gute Nachricht für dich. Wir können das alles noch mal ganz in Ruhe aufarbeiten. Ja, das macht Olivia nämlich.
Der findet das noch witzig. Er lacht noch. Guck mal, der lacht noch. Muss sowas sein? Dumm. Schon wieder dumm einfach. Dann hat sie gesagt, wenn ich hier rauskomme, dann muss ich erstmal alles fett absaugen. Dann stehst du halt vorm Spiegel und sagst, ich habe überall Zellulite. Wenn man halt auch keinen Sport mehr macht, von was soll's denn straff werden? Ja, oder Schatzi? Oder Schatzi, sag doch mal zu mir sowas. Sag doch mal zu mir sowas. Was hast du gestern gesagt? Wiederhol das doch nochmal. Er hat das nämlich gut wiederholt. Und wir ich haben hab uns das Gleiche gesagt. Ja, ja, wir haben uns so vorgestellt, wenn er das zu mir im Ernst sagen würde. Sag doch mal im Ernst das gerade zu mir. Sag doch mal. Kannst du den Stift weglegen? Sag doch mal, Schatzi. Ich hab gesagt, du bist selber schuld, wenn du nicht zum Sport gehst. Warum meckern, dass du fett bist, nicht zum Sport gehen? Also. Ehrlich, ey. Stell mal vor, euer Partner würde es euch sagen, hör mal, mach doch einfach mehr Sport. Ja, du bist selber schuld, wenn du Zellulite hast. Du machst halt auch keinen Sport, ne? Hey, oder? Antonia habe ich halt kennengelernt mit Haaren bis da. Und jetzt sind die halt plötzlich da. Aber das ist wie wenn du so einen alten Golf halt tunst, okay? Dann kaufst du den, plötzlich baust du den Tuning ab und sagst dann, ja, super Auto, oder? Oh, toll, oder? Ist überhaupt nicht oberflächlich, oder? Ist total schön. Das ist toll. Ja? Hallo? Kommt da was? Ja. Naja. Was soll ich sagen? Ja. Ist halt scheiße gelaufen, ne? Würde er jetzt sagen, am liebsten. Ja, natürlich auch ein. Ja? Ja, was? Vielleicht auch ein bisschen. Manchmal ein bisschen frech. Ach, ein bisschen frech. Du vergleichst nur ein bisschen mit dem frech. Auto. Grabst sie einfach an. Was meinst du, wie hat sich Antonia in dem Moment gefühlt? Ja. Antonia, die. Sie war sicher traurig. Oh ja, nein. Nein. Schatzi. Traurig. Niemals. Fällt dir noch was ein? Gedemütigt. Ist vielleicht auch geschämt. Bloßgestellt. Patrick, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Plauderst du Intimitäten aus. Was man nicht macht. Ob sich Antonia Fett absaugen lassen will oder nicht, das geht niemandem etwas an. Ja. Damit stellst du sie bloß. Warum machst du das? Gute Frage. Und was sagt er? Ich wollte sie nicht bloßstellen. Das ist doch deine Frau. Das Ganze. Patrick hat gestern etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, was meinst du, wenn er so vor der Kamera zu seiner Frau schon so war, was meinst du, wie er hinter der Kamera, also ohne Kamera zu ihr so war? Und ich will es mir gar nicht vorstellen, ehrlich. Ich bin echt mit Idioten auf Schatz, der Welt. Hör doch auf, mich jetzt zu beleidigen. Nein, aber das kann doch nicht sein, dass es so schwierig ist, mich hier mit einem Auto durchzufahren. Jetzt. Sag jetzt mal eins, das Problem war sicher nicht, okay? Ich kann nichts dafür, okay? Warum kannst du nichts dafür? Ich weiß nicht, wie kommst du denn auf die Idee, bei der ersten Kurve Dings zu fahren? Schatz, du musst jetzt nicht... Lass mich jetzt einfach los. Übrigens, was ich sehr geil finde, wenn jemand von Join oder von ProSieben zuguckt oder von Promibüßen, die das geschnitten oder produziert oder sonstiges haben, mich haben die hier als Quelle erwähnt, zusammen mit Onion Dog und mit Bullshit TV. Vielen, vielen Dank für diese Erwähnung, für die Wertschätzung. Müssten sie ja gar nicht, weil man kann die Quelle ja eh nicht sehen, was ich sehr, sehr schätze. Und vielen, vielen Dank an euch, ja, sage ich mal dazu. Was denn? Du brauchst mich jetzt nicht eine Viertelstunde voll quatschen oder ruhig meinen. Guck mal her. Man kann hier nur gewinnen, wenn man auch mal sich zwingt. Aber Schatz. Ich habe das Gefühl, du hast dich in deinem Leben noch nie gezwungen für irgendwas. Wenn wir verlieren, ist es meine Schuld. Ich kann halt nichts. Das waren so schlimme Szenen damals. Ja, frag schon mal, warum du nichts kannst. Du bist perfekt, ich bin scheiße, okay? Und so ist es halt, seitdem wir zusammen sind. Und das zeigst du mir halt auch immer. Das ist schon echt hart, ne? Schwierig. Ja, ja, ja. Total schwierig ist es. Was erwartest du von einer Beziehung? Was ist dir wichtig in einer Beziehung? Vögel? Ja. Ja, das war's. Ich will halt auch einen Partner, ja? Den ich mich halt auch mal einfach auch mal anlehnen kann. Oh ja. Und ich habe mich da halt teilweise dann auch in den Situationen auch manchmal einfach so... Ja? Ja? Auch ja. Einfach... Ja? Hä? Als wird die ganze Last immer auf mir... Ach, sitzen. Nein! Alter, krass, oder? Geht's bei Partnerschaft nicht auch um Respekt? Ja, gute Frage. Klar. Ja. Respekt voreinander. Ja, hattest du den? Und wie respektvoll warst du? In dem Fall gar nicht. Schwierig. Wie rot er wird. Antonia ist ja teilweise, wie er da sitzt, ne? Sag ich mal, auch sehr Wasser in der Kurve. Wehleidiger Mensch gewesen. Guck mal, der gibt immer noch ihr jetzt die Schuld der Antonia. Antonia ist ein sehr wehleidiger Mensch. Du kannst es dir nicht ausdenken. Selbstreflexion für den Arsch.
Davon lebt auch eine Beziehung, wenn man sich gegenseitig neckt in der Beziehung. Davon lebt keine Beziehung. Kein Necken, Schatz. Das ist doch kein Necken. Nein, das ist auch kein wir Necken. Wir necken uns. Ja, wir necken uns. Das ist kein Necken. Das ist Demütigen. Das ist Durchbeleidigen und Demütigen. Und das ist absolut toxisch und absolut krank. Necken, sagt ja. Er dazu. Wenn Antonia das mit mir gemacht hätte, ich hätte mich auch geärgert gefühlt, aber ich teile gerne aus, aber ich kann auch super einstecken. Musst du dir mal reinziehen. Kommen halt Emotionen hoch und dann sagt man vielleicht manchmal Sachen, die man halt nicht sagen sollte. Mann, Alter, der ist sowas noch nicht austherapiert. Das war noch nicht alles. Scheiße. Schatz, geh mal Zähne putzen, steh ich. Ja, Schatz, das Problem ist, es sollte halt auch von dir was kommen. Wie viele Kanten hat ein Würfel? 8. Ich hab doch extra noch mal Kanten gesagt. Es gibt eine Kante und eine Ecke. Was ist denn los mit dir? Boah. Ja, genau das meine ich. Red einfach nett mit mir, okay? Ja, aber ich sag doch extra, hör mir doch mal zu, Kanten. Ja, 8. Die Flaschenwürfel. Ecken. Wieso? Ein Würfel hat 8 Ecken. Hä? Warum meinst du das? Das ist eine Kante, ne? Mehr. Wie soll das in den nächsten Spielen? Ah, wie soll das funktionieren? Okay. Ja, willst du mir das jetzt noch sagen? Ich verstehe, Schatz, weil es einfach... Guck mal, wie er noch draufhaut hier. Wenn du jetzt nicht irgendwann mal hier deinen Arsch hochwächst, dann war's das. Das ist schon echt traurig, ne? Das ist echt traurig. Gemeine, das bringt doch keinen Mut von uns. Nee. Schatz, wenn du seit 3 Stunden auf mich einredest, was denkst du denn? Wenn ich lache, ist es falsch. Wenn ich weine, ist es falsch. Soll ich denn machen, Mann? Soll ich dir mal was sagen? Achtung, siehst du, jetzt bin ich wieder überfordert. Jetzt kann ich wieder... Das ist nämlich die Situation an. Oh, wieso steht denn der Bildschirm? Ach so, wegen dem Ladegerät. So. Dann kann man plötzlich nicht mehr mit dir reden. Ja, das ist unfassbar. Wenn die Cast da geschockt ist, die da sitzen, da weiß ich nicht, was los ist. Ja, ist echt so. Jetzt kommt das wieder hoch. Jetzt kommt das Schlimmste, wie ich finde. Juju, bist du auf der Couch? Juju, Daddy kommt. Ja. Guck mal, der lacht noch dabei, wie er auf ihrem Rücken steht. Das ist einfach so krank. Das ist einfach so, so f***ing krank. Ja? Der sagt einfach... Patrick, ja. Eins würde mich interessieren. Was bedeuten Tränen für dich? Meistens... Trauer. Oh! Nein! Tränen sind ein Stoppschild. Du hast weitergemacht. Und das meinte ich eben. Da heult ein Mensch, da heult euer Partner, den ihr ja angeblich liebt... Und ihr macht da noch weiter und sagt, sie ist Holz wieder, jetzt kann ich nicht mit dir reden. Das ist echt krass. Ne? Das ist heftig. Das Drauftreten. Das Drauftreten, genau. Das ist echt heftig. Das ist brutal. Absolut skrupellos. Also ich würde mit diesem Mann niemals zusammenkommen und der hat doch irgendwie eine neue Olle, oder? In dem Moment war ich einfach dann irgendwann mal so abgestumpft, weil wenn jemand halt nur noch weint, dann... Patrick, was stimmt da bei dir nicht? Ja, danke, Olivia. Ehrlich, danke. Was stimmt da mit dir nicht? Ich sehe da jemanden, der seine Freundin wie Dreck behandelt. Ja. In aller Öffentlichkeit. Ja, das haben wir alle gesehen. Du beleidigst sie, du setzt sie unter Druck. Du übst sogar psychische Gewalt aus. Ja. Das Bild, wie du von Ehrgeiz zerfressen auf ihrem Rücken stehst. Ja. Da spricht Ben. Und das heißt eigentlich übersetzt, also ich übersetze Olivia Jones diplomatische Aussagen mal in Form von unten meine Tasse oder meine Beutel, die es im Merch gibt. Bruder, du bist noch nicht austherapiert. Du solltest dich mal fragen, was da los bei dir ist, dass du so von Ehrgeiz zerfressen bist, dass du dich auf den Rücken und den Nacken deiner Partnerin stellst. Das will eigentlich Olivia Jones sagen. Ich bin ja die Undiplomatische und die anderen sind alle die Diplomatischen. Ich spreche so das eigentlich aus, was wir eigentlich alle uns denken. Ne? So. Alle voll geschockt, ja. Der Gesicht, ne? Ehrlich, ey. Das ist auch so negativ, das Gesicht von Patrick, Wölke, ne? Weißt du, was das Problem ist? Was denn? Viel zu viele Menschen auf der Welt glauben an das Recht des Stärkeren. Ja, genau so ist es. Und dass sie alles dürfen, was sie können. Das ist genau das. Weil sie ja die Leistungsträger sind, die Performer. Stärke ist auch Verantwortung für so Schwächere. Ist es. Genau so ist es. Bei dir hat man den Eindruck, sind Schwächere nur Ballast. Ja. Wenn alle so wären wie du, Patrick, wir wären alle am Arsch. Ja. So kann man sagen. Genau so ist es. Wir echt alle am Arsch. Ich kann nur sagen, viel Spaß im Alter, mein Lieber. Jetzt kommt's. Wenn du schwach wirst oder krank. Und ich hoffe wirklich vom Herzen, du hast dann keinen an deiner Seite, der so ist wie du.
Protein versäbeln. Ja. Die Zukunft, Patrick, beginnt jetzt. Genau. Und das war's mit dem Büßen. Dann muss er halt so Handschuhe tragen, wo er symbolisch dann praktisch irgendwie die nächsten 24 Stunden da praktisch schwach ist, weil er auf Hilfe angewiesen ist. Der kriegt die Zähne geputzt. Der kann sich halt... Der kann sich halt selbst nicht helfen. Aber Patrick kommt da zurück und lässt sich feiern wie so ein Held. Der wird da beklatscht. Ich bin nicht in der Position, um jemanden zu beurteilen, aber ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Reflexion gewünscht, wirklich, weil das hat mit seiner damaligen Liebe, glaube ich, sehr viel gemacht und die hat sehr darunter gelitten. Und ich nein! Nein! Ein Mais habe ich ja, da haben wir das gesehen? Wo er der Mike sagt, das hat bestimmt mit, ich wünsche mir, nein, ich komme nicht klar. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gehört, was der Mike Thies hier gesagt hat? Er hat gesagt, er wünscht sich da ein bisschen mehr Reflexion. Schatzi, auch ein bisschen mehr Reflexion, oder? Das hat bestimmt damals mit seiner Partnerin richtig viel gemacht. Bruder, der sitzt da, obwohl der danach, das war, glaube ich, entweder davor oder währenddessen, den Dreharbeiten mit Ariel den hier gemacht hat. Den und den und den und den und den. Währenddessen Michelle dann auch zu Hause sitzt. Can you believe? Was er da gemacht hat? Alter. Wollt ihr wieder hoch auf die Couch? Komm, ich tue dich hoch auf die Couch. Ich glaub das nicht. Da sitzt der da. Da. Geht er da mal? Nee, aber ist doch so. Da sitzt er da. Ja, den seinen Dings kommt er noch. Und sagt, er wünscht sich Selbstreflexion. Mike, was ist denn da los mit dir? Also wirklich. Ich weiß, was es heißt, zu leiden. Nein! Oh, ich kann nicht mehr. Wo waren die Tränen, Mensch? Hä? Der lässt sich da feiern, Alter. Das geht auch auf keine Kuhhaut, oder? Bei der Cast. Also, ich weiß. Der ist eher noch der Harmlos. Das ist der ich weiß. Oh, ich bin völlig außer Atem. Ja, jetzt genau. Jetzt kommt nämlich Yvonne. Oh, Wolke, ich bin völlig außer Atem hier. Aber ist doch wahr. Es geht ja auf keine Kuhhaut, Alter. So, denn der erste große Stress ist hier vorprogrammiert. Aber es ist mir unangenehm, wenn wir jetzt hier heizen, weil es wird stinken oder ich habe Angst, dass wir alle sterben. Lisha legt sich mit Okpara. Dann hätte ich kurz drüber gelacht und hätte gesagt, Leute, komm, mach das Ding aus. Weil Okpara will nicht heizen. Aber in so einem bestimmenden Ton, als wäre sie unsere Mutter. Willst du wirklich wegen sowas streiten? Weil das nicht korrekt ist, so eine Hitze da anzuhaben und damit jetzt bald zu schlafen. Komm mal rein und guck es dir mal an, ob da eine Hitze ist. Er hat ja gesagt, wir können ihn anmachen abends immer. Aber nicht zum Schlafen. Nein. Wir wollen es doch gar nicht zum Schlafen. Wir sind aber alle so, warum sind wir alle nicht drin? Ich bin nicht die Einzige. Ich bin aber nicht die Einzige. Aber da wollte ich gerade sagen, da muss ich Christine Okpara ein bisschen recht geben. Lisha hat ja auch direkt in dem Ton mit ihr geredet. Ja? So, die hat angefangen, mit ihr so zu reden. Aber warum Christine Okpara sich so aufregt, weil darin geheizt wird und nicht, ist halt auch unnötig. So. Aber das sind beide auf einem Level, wo man sich ja fragt, so, wer ist jetzt schuld, Not oder Elend? So, weißt du? Ich komme und frage, was los ist. Es ist die ganze Zeit Provokation. Da habe ich natürlich so ein paar provokante Anmerkungen gemacht. Das kommen doch die ganze Zeit Sprüche was von dir von Sprüche der Seite. Denn? Dass die ich ganze sage, Zeit. Dass okay, wollt ihr warm haben? Macht das denn Sinn, das aufzuhalten? Du kommst hier raus und sagst, ey, Christine, was ist dein Problem? Alter, ey. Ich werde diese Person einfach links liegen lassen, weil das ist es mir nicht wert. Einfach drauf scheißen. Sie macht es ja, weil sie darauf wartet. Deswegen. So, und jetzt eskaliert es völlig und Lisha wird in ihren Schrank zurückgestellt, nämlich in die Schranken gewiesen. Hä? Wer ist das? Ja, genau. Wer bist du? Ja, dann sag's mir ins Gesicht. Schatz, wir reden gerade gar nicht über dich, Alter. Komm mal runter jetzt. Wir reden über... Und da packt nämlich Lisha wieder die alte Lisha aus. Weil das ist die, die wir im Sommerhaus kannten. Mhm. Und hier, der Steffen sitzt da rechts. Und ich muss dazu auch sagen, ja, Christine Okpara hat halt echt eine triggernde Art an sich, ne? Also ich krieg bei ihr halt wirklich so Horrorfilmgedanken, die ich mit ihr machen würde, ne? Aber man muss natürlich einfach mal ein bisschen Selbstkontrolle haben. Und wenn man diese Selbstkontrolle bzw. Impulskontrolle nicht hat, dann sollte man vielleicht auch da sich austherapieren lassen oder zumindest das so gut im Griff kriegen, so. Und Lisha verteilt hier direkt diese asoziale Art an Christine Okpara, die natürlich auf den Sack geht. Natürlich. I get it. Aber muss man das denn so machen wie Lisha? Nee, muss man nicht. Und das Gleiche macht sie jetzt mit Steffen, wie Lisha gemacht hat im Sommerhaus mit Chris Breu die Szene, wo Chris Breu gesagt hat, hallo Lisha, ist gut jetzt. Da hat die dem gesagt, halt die Fresse jetzt. Und ein Mann wie Chris Breu hat dann leider den Mund gehalten, also die Fresse in ihrem Jargon, aber ein Steffen
weist sie mal in die Schranken. Und da konnte man ganz gut, da kann man, nicht konnte, kann man ganz gut sehen, dass Lisha dann auf einmal völlig schockiert war und ruhig war. Und warum das so ist, das habe ich euch so oft gesagt. Oder warum ich dann auch so oft in dem Jargon mit diesen Menschen rede, auch in meinen Reactions. Menschen, die den asozialen Straßenjargon nur kennen und beherrschen, wenn sie so asozial sind, die verstehen nur die Sprache der Straße. Das heißt, so wie man mit mir redet, kann ich die genauso auspacken. Ich kann so eine asoziale Gossensprache auspacken, Freunde, dass ihr euch selbst wundert, okay, krank. Aber das mache ich natürlich nur, wenn mir solche Menschen begegnen, weil ich mir von solchen Menschen niemals was sagen lassen würde, mich einschüchtern lassen würde oder bedrohen lassen würde. Aber das kann ich auspacken, weil die es verstehen. Viele sagen, ja, aber das kann man ja vernünftig klären, man kann ja da reden und so. Nein, die verstehen keine Logik, keine nette Sprache. Das geht, das funktioniert bei Menschen so nicht. Steffen aber scheißt ein bisschen zu viel rein, weil die Beleidigung, was er gemacht hat, das darf und muss nicht sein. Aber wir reden jetzt hier von, wie er das zurückmacht. Und dann auf einmal war Lisha ruhig. War der Mund zu? Achtung! Oh, Alter, ey, schrei doch nicht so rum! Es reicht jetzt, Steffen, halt die Fresse! Halt du deine Fresse! Alter, wer bist du denn? Was bildest du dir ein? Was bildest du dir ein? Was bildest du dir ein, mit halt die Fresse, hä? Wer bist du, du asoziale Ja. Und zack, ist Ruhe. Das Ding ist, dass Steffen gesagt hat, mein Gott, musst du hier so rumschreien, was ein völliges Recht ist, weil Lisha würde nämlich schon wieder alles an sich reißen und würde die alle da unterdrücken, wie sie es für richtig hält. Und Steffen hat sich eingemischt, wie damals Chris Breu, als seine Frau von Lisha so asozial angegangen wurde. Und Steffen sagt was, dann wird der wieder von Lisha, halt die Fresse, obwohl Steffen nur gesagt hat, Lisha, musst du denn so rumschreien hier, hör doch auf. Und dann wird er asozial von Lisha halt die Fresse angemacht und er sagt, mit mir nicht, mit mir, Fräulein, funktioniert das nicht mehr. Asoziales Vieh, das darf nicht sein, muss nicht sein. Es hätte gereicht, wenn er in dem Ton so zurückbeugt, damit sie es versteht. Und dann hat sie es ja auch verstanden. Ja, war ruhig. Ey, chill mal, was ist los mit dir? Bravo. Nee. Halt die Fresse zu mir. Ja, hat Steffen recht. Nee. Dass er dann so austickt. Ich glaube, wir waren alle geschockt in dem Moment. Nee, du, weil endlich mal jemand dir die Schranken weist. Und was ich gut fand in dem Kontext, die Beleidigung geht auf keinen Fall. Ne? Ihr wisst nicht falsch verstehen, aber es geht um den ganzen Kontext hier, ja. Digga, das liegt alles daran, weil wir nicht lüften, Alter. Ja, Alter, knall dich gehört, Alter. Leon. Alter, Baller, Baller, Mann. Seht ihr, guck mal. Charaktere passen Lamm. Einfach nicht zusammen. Lisha auf einmal klein wie ein Lamm. Dann wird's einmal knallen, Digga. Damit es nicht gleich auch in der Runde der Schande knallt. Ja, und jetzt gibt's eine peinlich, also Mike, nee. Das kann ich halt auch nicht positiv reacten, ne? Was, also jetzt gibst du gibst der Yvonne Wölk jetzt einfach so cringe, genau, Patix ist ja auch schon genauso wie ich gerade, so cringige Tipps, wo ich mir denke, Bruder, beherzige das doch einfach mal bei dir selber. Für Yvonne noch Mikes kleines Buße-ABC. Zeig dich mal von der Seite, wie man dich mag. Mach dich mal sympathisch. Musst du dich nicht verstellen, aber ich würde auf gar keinen Fall anfangen, aber die hat ja, aber der hat ja, aber... Was hat das mit dir gemacht? So, was? Ich meine, selbst wenn du den Chatverlauf nimmst, ne? Ich meine, keiner hat mich gefragt, was mit mir passiert ist, dass du den Chatverlauf... Aber das darfst du so nicht sagen. So. Sprich doch so, einfach mal so, dass man dich versteht. Und das musste ich selber auch lernen. Yvonne, du musst dich deinen Verfehlungen... Sprich doch einfach mal so, dass man dich selber versteht. Das musste ich auch lernen. Nein, Mike. Man, hör auf, Alter. Hör doch auf, immer diese Rollen zu spielen. So, jetzt kommt die Stunde der Schande mit Yvonne Wölke und auch meine Stunde der Schande, weil ich werde noch so ein paar ergänzende Dinge dazwischen werfen. Am meisten habe ich schon Angst vor Olivia, wie sie reagiert, wie sie einen anguckt. Das ist halt so meine Angst. Auf jeden Fall eine berechtigte Angst. Ich möchte dazu nur sagen, noch hat sie halbwegs Farbe im Gesicht, ne, die Yvonne hier, ne, aber die Farbe, die wechselt gleich. Auch die Gesichtszüge wechseln gleich und die ganze Haltung wechselt gleich. Yvonne, mein Hase, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Endlich hat's mal geklappt. Ja. Du scheinst ja dringend büßen zu wollen. Mhm. Dein Management hat bei uns schon ein paar Mal angerufen. Was? Unangenehm, wo ich dann dachte so, oh shit, das ist echt unangenehm. Das Ding ist halt einfach, guck mal, da zieht sie direkt diese Schnute immer. Die zieht immer direkt diese
diese Verbitterungsschnute, ich nenne sie verbitterten Schnute, wenn man sie irgendwie erwischt, entlarvt oder keine Ahnung was. Und da kommen wir zu dem Thema. Viele sagen, ja, die Yvonne Wölke wurde hier so vorgeführt, wird hier vorgeführt. Ja? Das ist der Sinn des Büßens oder nicht? Danke. Das ist der Sinn des Promi-Büßens. Das ist der Sinn des Formats. Das ist der Sinn dahinter. Und das ist das ganz Wichtigste, Freunde der Sonne. Der Sinn des Formats, das heißt, sie hat sich bewusst da reinbegeben. Und zwar so bewusst, dass ihr Management, was Olivia sagt, mehrmals da angerufen und gebettelt hat, dass Yvonne Wölke in dieses Format kommt. Also wo zum Henker wird man hier vorgeführt? Nee, that's the f***ing game. Und das ist genau das Format. Und Ebola? Es hat geklappt. Ja, juhu. Ja, schön. Erzähl doch mal, Yvonne, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, woher man dich kennt. Na, eigentlich bin ich ja Schauspielerin und man sollte mich vielleicht von Serien kennen, aber mittlerweile kennt man mich vielleicht von diesem Jahr Australien. Ich war ja die Begleitung von Jamila, aber ich wurde, glaube ich... Die Begleitung von Jamila und davor das Jahr Begleitung von dem und davor das Jahr war sie die Begleitung von dem. Also sie war immer die Begleitung und irgendwie. Da frage ich mich halt auch irgendwie halt so auch so, merkt man das so nicht selber, dass man immer nur die Begleitung von jemandem ist? Und hinterfragt man sich nicht auch, warum das vielleicht so ist? Sagt man nicht, okay, ich muss mal vielleicht irgendwas... Weil wir befinden uns hier im Showbusiness. Es geht hier nicht darum, was man sonst so arbeitet. Aber wir befinden uns in der Entertainment-Branche, im Showbusiness. Da sollte man sich ja fragen, warum werde ich nie gesehen? Warum schaffe ich es nicht, zu entertainen oder im Showbusiness Fuß zu fassen? Liegt es vielleicht an meiner Art oder meinem Charakter oder an meinem Aussehen? Ja. Habe ich in ein Ehedrama hineingezogen. Ah, ja. Die Peter-Klein-Festspiele von Worms. Heftig, oder? Jeden Tag ein neuer Akt, jeden Tag eine neue Wendung. Ja. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass es irgendjemand da draußen in Deutschland noch nicht mitbekommen hat, Peter Klein soll Iris Klein mit dir, Yvonne, im Versace Hotel, also das Hotel der Begleitpersonen, ja, der Dschungelcamp-Kandidaten, betrogen haben. Was ist nun dran an der Geschichte? Wer hat Schuld am Kleinkrieg? Also, der Peter hat die Iris nicht betrogen mit mir. Wir haben uns einfach nur gut verstanden. Und sie hat es aber leider falsch verstanden. Und du hast den Screenshot auch gesehen. Ich habe ihn dir ja auch gezeigt. Ja. Ich habe Screenshots bekommen, beziehungsweise Aufnahmen, die nicht fälschbar sind. Ich habe die gesehen, diese Chatverläufe. Freunde, wenn mein Mann einer anderen Frau diese Dinge schreibt, die Peter Klein dieser Frau hier geschrieben hat. Und da setzt sich eine Frau hin ins TV beim Promi-Büßen und sagt, nein, da ist nichts dran. Das ist echt hart, ey. Und ich bin, wie ihr wisst, kein Pro-Iris. Ich bin ein neutraler Part in dieser Hinsicht. Wie muss ich aber, in dem Fall ist es eine Iris, es könnte auch eine Janine sein, eine Ursula sein, nennen wir sie Ursula. Wie muss ich diese Ursula finden, die das sich jetzt mit angucken muss, obwohl sie ganz genau weiß, das ist kackendreist. Ja. Und da gibt es Menschen da draußen, die sagen, Yvonne Wölke hat gar nichts falsch gemacht. Da gibt es Menschen, die Iris bekriegen, obwohl... Das kann man nicht leugnen. Aber das ist typisch Social Media leider. Standen und somit ist es alles in die Öffentlichkeit gegangen, weil sie sehr eifersüchtig ist. Und deshalb ist das Ganze so aufgebauscht. Ich krieg so Puls bei so Frauen. Ich hasse so Frauen, so Lügner, so Snitches. Bruder. Mach nicht Spaß, mein Chicolino hat Angst. Boah, ich krieg richtig... Mir wird so schwindelig. Ehrlich. Alter. Könntest. Was würdest du ihr sagen? Jetzt wird's natürlich ein bisschen schwer, weil sich natürlich ganz viel Unmut natürlich aufgebaut hat, auch von meiner Seite. Die setzt sich da hin. Keiner hat sich mal... So kackendreist, kackenfrech, kackendreist sitzt sie da. Kackendreist! Es gibt die Fotos am Flughafen, es gibt dieses und jenes, es gibt diese Chatverläufe, es gibt noch so viel mehr, es gibt Fotos, alles. Und diese kackendreist setzt sie sich hier hin und sagt einfach allen Ernstes, oh, es hat sich viel Unmut in mir aufgestaut. Du kannst es dir nicht ausdenken, Alter! Alter! Oh Gott, ich muss mich echt abregen. Oh mein Gott. Fächen, ich mach Spaß. Also nicht Spaß in dem Sinne, aber es ist nichts Ernstes.
gefragt, wie ich mich in der ganzen Sache gefühlt habe. Das sagt die ernsthaft. Alter. Jetzt halt dich fest, ob du es glaubst oder nicht. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Iris Klein. Ja, danke, tada. Endlich. Endlich. Und manche Iris sagen so, oh, das ist so vorgeführt worden, weil die Iris hinzugeschaltet haben. Das sagen manche. Digga, Alter. Warum sagen? Das kannst du dir erklären, warum manche auf Social Media sagen. Wie soll man das sagen, Alter? Weil Patrick ist ja richtig neutral. Der hat ja gar nichts mit Iris Klein am Hut oder mit den Konsorten hier. Also manche sagen wirklich, dass Iris Klein zugeschaltet wurde, das war ja noch nie da und deswegen ist das ja unfair. Jo, unfair, Alter. Als ob das Zitat oder das alles besser macht. Fucky, deswegen bist du mein Ehemann. Genau, als wenn es die Taten, die Aussagen, die Sachen, die Yvonne Wölke getan hat, besser macht. Chikolino. Genau. Als ob das auf deiner Tippe wird. Ja. Das ist mein Hase. Du siehst super aus. Ne? Nein. Nein. Was? Nein. Ich freue mich, dass du jetzt hier bei uns dabei bist. Ich freue mich auch. Das wollten wir doch alle, eine Gegenüberstellung, oder? Das ist ah. Love to entertain you. Das ist es. Leon. Das ist es, jetzt verstehe ich's. Damit bitte ringfrei. Sie braucht einen Exorzisten, denn ich bin ja in ihrem Kopf. Sie redet ja seit einem halben Jahr von nichts anderem außer von mir. Sie redet ja auch die ganze Zeit über mich, sie beleidigt mich und dann ist es natürlich auch klar, dass ich darüber, dafür auch reagiere. Das ist ja ganz klar. Yvonne ist ja eine erfolglose Schauspielerin, seit 20 Jahren versucht sie ja ins Fernsehen zu kommen, hat sie ja jetzt erfolgreich geschafft, das zweite Format durch mich. Durch meine Hilfe und... Das ist leider aber wahr. Ja, das kommt ja noch. Aufgrund Peter und Iris Kleindrama ist sie jetzt, kriegt sie jetzt, verdient sie jetzt Geld im TV und kriegt die Aufmerksamkeit, die sie seit 20 Jahren immer wollte. Ja. Dass das jetzt so wird, hätte sie wahrscheinlich nicht mitgerechnet. Aber liebe Yvonne Wölke, wir sind nicht alle dumm. Es sind nicht alle dumm, blind und Iris Ultras und Iris Pro. Es gibt auch Menschen wie mich, die einfach Frauen wie dich verachten, die für Fame und 3,50 Euro so etwas tun, weil sie sich innerlich so, und ich habe wirklich zu Patrick gesagt, ich habe oder empfinde Mitleid und denke mir, was habe ich dir gesagt, die Arme. Die Arme. Ich habe gesagt, die arme Wölke eigentlich. Wie schlecht muss es ihr gehen, dass sie diesen... diese seit 20 Jahren, diesen Blitzlichtgewitter hinterher eifert, ja, dafür solche Dinge in Kauf nimmt, mit Peter Klein und Iris Klein, nur um endlich gesehen zu werden. Zu was für ein Preis, ne? Zu was für ein Preis, um endlich, oh mein Gott, die Leute sehen mich, die Leute geben mir Aufmerksamkeit. Das ist krass. Und anstatt sie, wie jeder normale Mensch, wenn ich es probiere in der Branche und merke nach spätestens 5 Jahren, es funktioniert einfach nicht, und ich muss hier, wenn, solche Methoden anwenden, wie sie hier mit Iris und Peter Klein angewendet hat. Ich müsste sowas anwenden. Ein gesunder Mensch würde beruflich sich umorientieren. Und wenn ich merke, aber ich leide darunter, weil ich das so sehr will, aber es geht nicht und ich leide darunter, dann muss ich eine Therapie beginnen. Dann muss ich mich selber fragen, warum habe ich diese innerliche Leere? Warum fühle ich innerlich nicht genug Liebe für mich, dass ich mir genüge? Warum brauche ich es so sehr, diese Aufmerksamkeit und den Fame von fremden Menschen und reiche mir nicht alleine? Deswegen tut sie mir eigentlich leid. Aber jetzt, liebe Yvonne Wölke, ist es zu spät. Es ist zu spät. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Dein Image, dein Ruf, deine Persönlichkeit, deine Identität, dein Charakter ist in den Brunnen gefallen. Der lässt sich nicht mehr hochholen. Das alles lässt sich nicht mehr hochholen und verbessern. Du bist für ganz Deutschland, außer für, sagen wir, 10%, das sind die Gegner von Iris Klein, bist du eine toxische Frau, die sich selbst nicht im Griff hat, die für die innere Leere und innere Verbitterung über Leichen geht. Das bist du für Deutschland, für die meisten Menschen von Deutschland. Niemand sollte dir trauen. Du würdest für Fame und Geld den Mann einer Person einer anderen ausspannen. Ja. Er hat einen erfolgreichen Mann. Ich würde dir meinen Mann nicht vorstellen. Die hat auch noch eine Ehe gehabt. Die hat auch noch eine Ehe gehabt, genau. Das sagt, glaube ich, Olivia Jones gleich. Ja, liebe Yvonne. Die hat ja auf Instagram ja auch, hast du mitbekommen? Und du am Wochenende hat sie ja Spiel gehabt, wo sie gesagt hat, wo sie eine Story über mich gemacht hat. Die hat die nach 5 Minuten wieder gelöscht. Das ist das Report, das hat es, glaube ich. Ne? Ja, das blenden wir euch jetzt mal kurz ein. Ich suche mir jetzt einfach einen Fußballer. Ich meine, ihr wisst ja, ich kann ja nicht so viel. Und wenn man nichts kann, wird man Fußballer, oder? Ja. Was haltet ihr denn davon? Soll ich mir so einen schnuppligen Fußballer... Ja, das ist doch nett, oder? Also ich finde auch, das ist...
absolut nett. Und da habe ich aber Folgendes drauf reagiert. Und habe ihr mit diesem Screenshot ja gesagt, für dich reicht es nur für einen halben Peter Klein. Was meine ich jetzt mit einem halben Peter Klein? Weil er verheiratet war und du ihn nie ganz haben konntest, aber du wolltest ihn auch nie ganz. Denn nachdem ich die ganzen Screenshots und all das gesehen habe, ist es ja schon so, dass er, du hast die auch gesehen, dass er der Mann ist, der so bei ihr stand und muss zu ihrer Verteidigung sagen, ja, ich habe keinen Screenshot gesehen, wo sie sagt, ich liebe dich auch. Ja. Ich habe auch keinen Screenshot gesehen, wo sie sagt, ja, ich will deinen Körper auch wieder spüren und sowas. Ne, aber sie hat damit gespielt, wie ich denke, dass sie es getan hat. Ja. Sie hat ihn dafür benutzt, wie ich denke. Ne, ich glaube denen, das habe ich auch einem anderen YouTuber gesagt, dass die nicht zusammen sind. Das glaube ich denen. Weil die will gar nicht mit dem zusammen sein. Er war für sie, meiner Meinung nach, nur Mittel zum Zweck. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, oder? Mit 100.000 oder 150.000 Follower mehr durch mich. Und wie viel hast du, Follower, wie viel hast du dafür bekommen? Sie verdient auch durch uns Geld übrigens. Durch uns? Durch uns? Durch uns? Sie verdient durch uns Geld? Wer ist denn uns? Wer ist denn uns? Genau, gut, Schatzi, wer ist eigentlich uns? Dass die ist kackenfrech. Da sitzt die Ehe... Müssen wir hier oben machen, damit man es sieht. Da sitzt die Ehefrau und die Nochfrau und die vermeintliche Affäre sitzt da und sagt, redet von uns. Heftig, oder? Das ist heftig. Das kann man doch nicht mehr schön quatschen, ne? Aber es geht um die Beziehung. Lass uns mal dabei bleiben. Was ist da dann passiert? Dann soll sie auch dabei bleiben. Jetzt werden die Gesichtszüge schon anders. Er hat eine Beziehung mit ihr. Die dürfen sie aber nicht öffentlich machen, weil sie ja beide ins Dschungelcamp nächstes Jahr wollen. Das hat er so nicht gesagt übrigens. Also einen Moment, da war was. Nein, da war nichts. Peter hat das zugegeben? Nein, hat er auch nicht zugegeben. Nein. Er schreibt ja auch, ich liebe dich, ich will deinen Körper wieder spüren. Ja. Genau, und das, wie will man sich das schön quatschen? Ihres Gegner können sich das schön quatschen, indem sie sagen, ja, sie hat das ja nicht zurückgesagt. Aber wenn ein Mann schreibt, ich will deinen Körper wieder spüren, und das wird ja von dem Gegenüber nicht dementiert im Chat. Also ich würde sagen, wenn ich mit einem Mann nichts hätte, körperlich gehabt hätte, einer würde sagen, will deinen Körper wieder spüren, würde ich sagen, bist du doof? Hast du Lack gesoffen? Hast du was geraucht? Hast du die LSD geschmissen? Speed, Pappen, paar Pilze? Oder am Kuscheltier geschnüffelt? Was redest du da? Das kann man sich nicht schön quatschen. Da wird was gelaufen sein. Das glaube ich auch. Keine Beziehung, aber... Oh, gib's mir! Oh, Yvonne Wölker, ja, geil! Oh, Peter, gib's mir! Ja, Peter, Ziegenbart Peter! So wird's gewesen sein. Ja, aber deswegen braucht man keine Beziehung haben und ich hab's ja nicht geschrieben. Siehste? Holy shit. Wie berechnend aber auch sie ist. Sie wusste ganz genau, was sie schreibt, falls das jemals rauskommen sollte. Ich weiß, was ich sagen kann. Und du hast den Screenshot auch gesehen. Im Prinzip hat sie ja recht, was sie gerade sagt. Da lügt sie nicht. Sie hat das nicht geschrieben. Ja. Sie hat es aber auch nicht dementiert. Wie gesagt, wo sie ihn gefragt hat, hast du ein Kuscheltier geraucht, ne? Also... Ich wusste, das ist wahr. Körperliche Nähe gab es bei euch nicht. Gab es keine. Ja, aber Iris, ich frage dich jetzt nochmal. Peter hat dir was anderes gesagt. Nein, hat er nicht. Ja, er hat mir was anderes gesagt. Was hat er denn gesagt? Und er konnte mich also auch hat nach er jetzt was anderes gesagt. Nicht mehr in den Arm nehmen mit den Worten, er muss Yvonne treu sein. Ei, ei, ei. Also ich muss jetzt ein bisschen Ordnung und denk mal doch an die Bilder am Bahnhof. Iris, warte halt. Ja, und das ist das Ding. Der Peter ist ja, wie laut diesen Screenshots, der total verfallen. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich, das voll. Und das ist das Ding. Und für sie ist das nichts. Ich glaub der das. Ich glaub der das. Das war für sie ein Spielchen so, ne? Der Kuss im Fahrstuhl. Da war kein Was? Kuss im Fahrstuhl. Ruhig bitte. So. Nein. Also Iris, du jetzt. Also warte. Das sind aber echte Emotionen, muss man sagen. Der Leon. Klar wäre ich auch sauer, wenn gesagt wird, du hast eine Affäre oder so. Er war ja auch bei ihr auf dem Zimmer. Nein, war er nicht. Das ist eine totale Lüge. Er war bei ihr auf dem Zimmer. Nein, das stimmt nicht. Bitte das hat nicht er auch nie so gesagt. Also, hat er zugegeben. Nein, hat er nicht so gesagt. Ist jetzt hier mal Ruhe, Moment. Sie lügt. Ja, sie lügt. Ja. Warum lügt sie denn die ganze Zeit? Moment, das versuche ich ja gerade als dann seriöse Moderatorin zu klären. Ich wollte ja die Ehe noch retten. Ich hätte ja sogar einen One-Night-Stand verziehen. Naja, die wird das Spiel gespielt haben. Pass auf, du kannst mir die Wahrheit sagen. Ich bleib bei dir, ich verzeihe dir das. Das habe ich auch mal so gemacht. Danach habe ich ihn trotzdem rausgeschmissen, um die Wahrheit rauszufinden. Das Spielchen kennt. Du kannst es mir sagen. Wir bleiben trotzdem zusammen. Aber ich möchte, dass wir bei Null anfangen und mir die Wahrheit sagst. Nur dann können wir bei Null anfangen und alles sagen. Safe auch machen. Ja, ich würde es auch safe machen, ja, natürlich. Und dann so, ja, da ist was gewesen. Was? Oh, stinke Gummi, raus mit dir. Genau so. Deine Herpes Simplex Viren kannst du jetzt behalten. Stinke Ja, stinke Fremde Mutti. Stinke Ja, wieso? Stinke Schwanz. Was ist daran falsch? Ja, nix. Wenn das in die fremde Muschel steckt? Stinke Schwanz. Stinke Schwanz.
So sieht's aus. Er wollte ja, dass ich ausziehe, weil Yvonne auf die Ficker ziehen will. Oh mein Gott. Das hat er so nicht gesagt. Zu dem Interview nochmal. So nicht gesagt. Als ich die Wölke angeschrieben habe, sie soll bitte die Finger von meinem Mann lassen, hat sie mir nie geantwortet. Wenn ich doch als Nebenbuhlerin oder als Ehebrecherin, was sie in meinen Augen ist, wenn sie hat meine Ehe kaputt gemacht, dann nehme ich Kontakt zu der Frau auf und sage, nee, wir sind nur befreundet. Ja, das stimmt. Wenn es so ist. Und das stimmt, und das muss ich ihr sagen. Und das stimmt. Weil wenn sie nichts zu verbergen hätte oder keinen Stress, Streit oder irgendwas Hintergedanken gehabt hätte, hätte sie sagen können, Iris, pass auf, da läuft wirklich nichts. Ich will nichts von deinem Mann. Es ist rein freundschaftlich, mach dir keine Sorgen. Punkt. Ja, warum kann man das denn nicht machen? Ja. Warum kann man das denn nicht machen? Ja, weil es nicht so ist. Weil es nicht so ist und / oder weil sie andere Gedanken hatte, nämlich die, dass den Peter ausnutzen für Fame. Könnte man auch so sehen, oder? Genau. Sie hatte mich beleidigt. Auf tiefste und danach hat sie mich aber leider blockiert. Somit konnte ich mich nicht mehr melden. Stimmt es nicht? Hast du mich nicht blockiert? Sei einfach mal ehrlich. Nein, du hast mich blockiert. Doch, hast du. Du hast mich 2 Tage danach blockiert. Warum lügst du jetzt schon wieder? Jetzt wird's ernst. Ich baggert schon wieder meinen neuen Freund an. Was soll das? Was für einen neuen Freund? Du hast doch gar keinen neuen Freund. Du hast jetzt immer, du hast einen neuen Freund. Doch, liebe Wölkchen, die hat einen neuen Freund. Den hat die aber ganz gewaltig. Habe ich das Bild gezeigt? Nee, das hab ich nicht gezeigt. Das Bild habe ich dir nicht gezeigt? Nee. Aber sowas von einem neuen Freund. Ah, krass. Und ey, was ein Upgrade? Ich wollte sagen. Das ist so ein Upgrade zu Peter Klein, ne? Was zur Hölle? Krass, ne? Ja, deswegen sage ich ja. Das ist ein Privatalbum hier. Und dabei ist der irgendwie vergeben, gibt's gar keinen. Oh, jetzt wird's böse. Yvonne kann schon provozieren, gell? Ja. Klar kann die provozieren. Entspann dich mal. Ja, aber entspann dich mal. Hä, was denn? Ich hab mich doch nur an deinen Typen rangemacht und am Flughafen und im Fahrstuhl und überhaupt. Ich hab dich gerade nur öffentlich, das ist alles und. Hä, aber entspann dich doch mal. Entspann dich doch mal. Das probiert ihr auch gerade auf Social Media bei mir. Der Unterschied ist nur, ich bin ein bisschen besser rhetorisch bewandert als Iris Kalt vielleicht. Ich stell mir vor, wenn die sich an mich ranmachen würde. Was würdest du aber mit der machen? Ich muss dir was sagen, der hat mir geschrieben. Ja, ja, genau. Aber der erste könnte eigentlich schon sein. Ja, das ist echt so. Ich würde es nicht zutrauen. Die erste Reaktion. Echt? Nee, oder? In ihren Storys missprovoziert und sagt dann, das ist nicht nur Spaß. Ich bin ja so lustig. Ich provoziere nicht. Wer macht denn mich nach in den ganzen Storys? Und wer beleidigt mich denn in den ganzen Storys? So wichtig bist du nicht, du Mehlgesicht. Und alle so, ja, warum hat die denn jetzt beleidigt, Mehlgesicht und so. Da sitzt eine Frau, dessen Mann sie verlassen hat für eine andere. Und ich habe auf Insta auch gesagt, ich hätte noch ganz andere Dinge als Mehlgesicht gesagt. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kannst nichts dafür, wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Was hätte ich noch gesagt? Ja, das müssten wir piepsen. Die kann froh sein, dass sie nur Mehlgesicht genannt wurde. Jetzt wird's immer witziger. Jetzt bist du die Freundin von dem Ex-Mann von der Mutter von. Yay! Mhm. Bravo! Ja, und du bist die Mutter von Dani. Bravo! Oh. Ich glaube, wir kommen da irgendwie nicht weiter. Nee. Ich kann jetzt meinen Mann behalten und kann damit Glück. Wow, was ist das bloß für eine Frau? Das erlaubt die sich, ne? Das erlaubt die sich, zu einer anderen Frau zu sagen, das bist du bloß für eine Frau, ne? Mhm. Junge, ich kündige Netflix, nur noch pro 27.15 Uhr. Stopp. Das führt zu nichts. Wir müssen ja ein bisschen weiterkommen auch. An dieser Stelle jetzt erstmal Iris. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Also ich hab versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, hast du. Ja. Wir sitzen immer noch im Dunkeln. Ja. Und deswegen widmen wir uns jetzt einfach dir, wenn das ist ja nur deine Runde der Schande. Genau, und das Ding ist, das sagen auch so viele, ja, aber Iris hat auch viele Fehler gemacht, Iris hat dies und jenes gemacht. Ja, aber Iris ist nicht beim Promi-Büßen. Es geht hier um die Fehltritte und Fehler von Yvonne Wölke. Es ist nicht Iris beim Promi-Büßen. Und die Fehltritte werden also von Yvonne Wölke hier aufgezeigt. Ja. Weißt du, Yvonne? Ja, ich fühle mich angesprochen. Ich habe mich bei dieser Causa Klein lange gefragt. Ja. Was ist da wirklich passiert? Ja, das fragen wir uns alle. Genau wie Millionen unfreiwilliger Zuschauer. Das fragen wir uns alle. Und was überhaupt das Motiv ist? Das waren meine Titten. Ja, was ist das Motiv? Was könnte es sein? Seit über 20 Jahren ja. versuchst du inzwischen berühmt zu werden. Da sammelst du Fotos, Selfies, Promis und dir. Vor allem die Caption. Die Caption, schönen Abend euch, ihr Lieben. Guck mal hier, warte mal, die Caption. Schönen Abend euch, Lieben. Und dann Hashtag, ich bin dabei.
Geht das mal hier weg? Hashtag Romantic. Hashtag Dinner for Two. Hashtag Dinner for Two. Die tut da und hat da, also mit dem Bild vom, wie heißt der? Schweig. Schweig, nee. Höfer. Nee, ist nicht Schweighöfer, bisher. Das ist der andere, so, der jetzt schon etwas älter ist. Das ist schon ein ganz alte Foto. Mir fällt der Name gerade nicht ein. So, und das postet die da einfach so random. Was will man damit sagen? Was will man damit, so. Weißt du nicht, wer Schweighöfer ist? Ich verwechsel die gerade. Der Blonde, der Witzige. Ich verwechsel die gerade. Ja, das tust du. So. Wie hieß der denn nochmal? Ja, weiß ich auch nicht gerade. Promis. Und dir. Das Gesicht. Aber du hast es bis vor kurzem Schweiger. Ja, Schweiger. Nicht in den Fokus der Öffentlichkeit geschafft. Und das Gesicht. Ja. Du warst immer das Plus Eins. Immer nur die Begleitperson von den Prominenten. So, und das ist halt einfach nur die bittere Realität. Das ist halt einfach die bittere Wahrheit, die tut weh. Aber das ist es ja, und das meinte ich ja vorhin. Wenn ich das nur stetig bin, immer, über 20 Jahre, dann muss ich mich mal fragen, warum, und vielleicht umorientieren und dann das auszutherapieren, um das innere Loch zu stopfen. Alter. Im Hintergrund. Du hast mir mal eine Sprachnachricht geschickt. Ja. Oh ja. Oh, ne, man zieht. Ich habe die Sprachnotiz von dir im Jahr 2022 erhalten. Und du warst zu dem Zeitpunkt die Begleitperson von Janina Josefiani im Dschungelcamp. Also vor Peter Klein. Das war ein Jahr, bevor du 2023 die Begleitung von Jamila Rowe im Dschungel warst. Sie sonnt sich im Licht der anderen. Und das ganze Drama um Familie Klein. Ja. Ich habe die Sprachnotiz über ein Jahr lang übersehen. Und ich habe sie wiedergefunden durch Zufall Mitte Januar und sie abgehört. Und hier sagen ganz viele, ja, diese Sprachnachricht sagt ja nicht viel aus. Doch, das erkläre ich euch warum gleich. Du bist dir in keiner Schuld bewusst. Der Puls. Dann hast du ja sicherlich auch kein Problem damit, wenn wir diese Sprachnachricht jetzt hier mal abspielen. Oh mein Gott, Mann, jetzt würde ich scheißen, Alter. Alter. Die Christine. Okay, kann ich sie vorher hören? Nein. Ach so. Ich noch mal. Ja, warte mal kurz. Ob die nicht weiß, was sie gesagt hat, Mann. Aber nee, Angst, dass sie vielleicht irgendwas gesagt hätte, was sie noch mehr verraten könnte. Aber komm, abspielen. Abspielen! Ja, komm. Ich fühle auch wirklich mit dir. Abspielen, ja oder nein? Ja, wir spielen es einfach ab. Geil! Ja. Sehr gut! Stark! Tapfer, wir hören rein. Hallo Olivia, ich bin's, Yvonne. Sehr gerne würde ich auch in den Dschungel gehen. Aber bevor ich in den Dschungel gehe, möchte ich zu euch in die Show, die Stunde danach. Ich würde mich so freuen, wenn ich noch irgendwie die Chance hätte, dabei zu sein. Weil man redet immer von den Stars, aber von den Begleitern irgendwie nie. Aber warum? Frag dich doch mal, warum man nicht von den Begleitern redet, Bruder, weil die uninteressant sind, weil das nur die Begleitung ist, die mentale Unterstützung, Alter. Oh, ist das Fremdscham? Hm. Also ich würde mich total freuen, wenn du dich auch einfach melden würdest. Vielen lieben Dank, liebe Grüße, Yvonne. Und das ist das Ding. Viele sagen ja, aber das sagt ja nichts. Das ist nicht so schlimm. Doch, das ist es. Du bettelst 2023, dass du beim Promi-Büßen, da bettelt der Manager. Bitte, 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 Yvonne will es im Promi-Büßen. Ruft anscheinend mehrmals da an und bettelt, dass die Yvonne da büßen darf. Die Yvonne ist 2022 die Plus Eins da und bettelt Olivia persönlich an, dass man über sie als Begleitperson doch auch mal redet, weil sie will ja auch in den Dschungel. Sie will ja unbedingt in den Dschungel. Dann 2023 bettelt sie. Da ist sie auch wieder die Begleitung von, schmeißt sich parallel dann noch an den Peter Klein ran und dann wittert sie das alles, was da, und Aufmerksamkeit, nur kriegt sie jetzt endlich die Presse. Das ist ja das Ding. Wenn man das Große und Ganze dann sieht, betrachtet man die Szenerie, also die Causa Klein und Wölke ganz anders, weil sie auf Biegen und Brechen jeden anbettelt, um im Fokus zu stehen. Sei es Olivia Jones, sei es das Management, sei es die Darsteller, seit 20 Jahren probiert sie es. Darum geht's ja, dass man dadurch den Fall anders betrachtet. War das, oh Gott, das war ja gar nichts mit Peter Klein? Oder war es nicht doch berechnend, weil so viele Punkte dafür sprechen? So funktioniert ja auch ein Gericht in Deutschland. Wie viele Punkte sprechen dafür, wie viele dagegen? Weil egal, also eigentlich überall auf der Welt. So, und das ist das, warum diese Sprachnachricht so wichtig ist. Für zum Beispiel, dass Olivia Jones sagt, wir müssen hier mal die abspielen, damit die Leute ein besseres Bild von Yvonne Wölke bekommen, wie wichtig ihr der Fame nämlich wirklich ist. Und deswegen ist die Sprachnachricht
Nachricht, finde ich, wichtig. Ich habe so viel Scheiße gefressen, da möchte ich auch ein bisschen was Positives abhaben. Da ist es nämlich. Und dann sie, ich habe so viel Scheiße gefressen, dass ich auch was Positives abhaben will. Und das ist das Ding. Ich empfehle dir auch ganz dringend, das meine ich wirklich gut, das Buch Gespräche mit Gott Barnes 1 zu hören, wo du aufgefordert wirst, wenn du nicht gläubig bist, sondern es geht hier um die innere Stimme, dass, weil das Gott ist, deine innere Stimme, wo du aufgefordert wirst, wo dir gelehrt wird, warum du dich denn permanent in deiner eigenen Scheiße befindest. Warum bist du an dem Punkt in deinem Leben immer noch mit 6, 47, wer ist die denn? Keine Ahnung. Was mit Mitte 40 oder Ende 40, warum du an diesem Punkt in deinem Leben immer noch bist. Warum du die aus dieser Misere es nicht rausschaffst. Dieses Buch hat 2018 mein Leben verändert. Das Buch wird auch dein Leben verändern oder euch, wenn ihr sagt, ihr seid an einem Punkt in eurem Leben immer, ihr geratet immer an den gleichen Punkt, es geht nicht vorwärts. Ich kann es echt nur empfehlen. Am Anfang ist es ein bisschen trocken, ein bisschen anstrengend. Es wird besser, haltet durch. Da frage ich mich doch, sollten wir die ganze Story mit dem Wissen jetzt nochmal neu betrachten? Genau darum geht's. Ich kritzel hier übrigens nur dran rum, ne? Vor lauter Aggression. Ich schreib nichts, ich kritzel nur. Zeit der Rückkehr. Aus Australien? Guck dir mal die Fotos an. Am Flughafen wartet die Presse auf euch. Siehst du das Bild da? Ganz rechts. Im Fahrstuhl kommt ihr euch dann sehr nah und es sieht nach einem Kuss aus. War aber kein Kuss. Das zieht ihr einfach so gnadenlos durch. Also kein Kuss. Aber dass ihr vor der Presse kuschelt. Jetzt Achtung, da? Du dein Gesicht eng an seinen Hals schmiegst. Guck mal. Jetzt stellt euch mal vor, an alle Gegner von Iris Klein, eine Yvonne Wölke würde mit euren Typen so am Flughafen sitzen, mit eurem Mann, mit eurem Freund oder mit eurem Menschen, der euch wichtig ist, die würde da so sitzen. Das willst du mir erzählen, ne? Stell mal vor, die Hände am Oberschenkel innen, das ist ein Intimbereich. Eben, bitte, Bruder, das hat hier nichts mit Freundschaft zu tun, das können wir uns nicht schön quatschen. That's a pure reality. Und das können wir auch nicht ignorieren, das sollte man nicht ignorieren, ja? Nur weil man ihres kleinen Scheiße findet. Das ist doch schon eindeutig. Ja. Na, guck mal, wer aber geradeaus in irgendeine Kamera guckt, ey. Irgendwie. Ja, das stimmt, als da hat Christian recht. Als wenn die schon gesehen hätten und dann zack. Endlich reden alle über dich. Ich hab gerade... So wie sie das eigentlich immer gewünscht hat. Genau. Und das hat sie sich so sehr gewünscht, dass jetzt alle über sie reden, auch ich. Und ich habe gerade, weil er mir so gratuliert, ich habe gerade 100.000 Follower auf Instagram. Das ist krass. Genauso wie die Zahl auf einmal auf YouTube bei 100.000 stand. That's f***ing sick. Wir sind 200.000 Menschen. 50.000 mehr und es sind eine Viertelmillion. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der auf Instagram mir folgt und auf YouTube. Ich entfolge dir jetzt. Dann bist du wieder auf 99,999. Hey, ich bin sprachlos, aber ich mache dazu ja immer noch dann gemeinsam was, einen Bedanken. Was sagt sie jetzt hier aufgrund dessen mit dem Fame werden? Nicht unter so einen Umständen. Natürlich hätte ich mir gewünscht, besser in die Medien zu kommen mit einer ganz tollen Rolle oder mit einer Hauptrolle oder irgendwo. Das glaube ich dir auch. Und das glauben wir ihr auch. Das hätten wir ihr auch gegönnt. Ja, bis zum gewissen Zeitpunkt. Ne? Das ist auch völlig verstanden. Aber warum, wenn ich doch merke, das klappt nicht, warum muss ich denn so machen? Und wenn ich das dann so machen muss, sollte ich mir Hilfe holen. Das meine ich wirklich ohne satirische Hintergrundgedanken, sondern wenn es so schlimm ist, dass ich das so verbittert habe in mir, dann muss ich mir Hilfe holen. Aber ich gehe nicht über die Psyche anderen Menschen. Das heißt, über die des Peter Kleins in dem Falle, über die Psyche von Iris Klein, über die Psyche ihrem eigenen Ehemann. Ja. Das sind drei Menschen, die sie verletzt. Sie verletzt drei Menschen für ihre eigene Gier nach Aufmerksamkeit. Um dann ins große Büchen zu kommen. Um dann ins Promi. Ja, das ist. Aber nicht mit den Schlagzeilen. Dann lass uns mal weiter gucken. Als das öffentliche Interesse verloren geht, da tust du alles, um eure Story am Leben zu erhalten. Und genau das ist das Ding. Guck mal. Die hat hier die Leute oder die Iris verscheißern wollen, dass die Hunde niesen hier gerade. Niesanfall. Dass alle Leute denken, inklusive Iris Klein, dass die im Hintergrund in dem Bild ist. Bruder, das ist echt. Und retuschiert ihn raus. Auf was für Ideen musst ihr. Oh, ihr müsst euch mal vorstellen. Stell mal vor, ich würde dann so sein und würde jetzt den Mann von. Welchen Mann könnte ich denn mal, wenn wir alle kennen? Jetzt stellt euch mal vor. Ich wäre immer eine Plus 1. Ich würde im Hintergrund stehen immer. So, und dann ist Zico von Pia Tillmann ist im Dschungel. So, und ich schmeiße mich da so ein bisschen an den ran und mache immer so ein bisschen so. Und die Pia sagt schon mir, hör auf, dich bitte an meinen Mann ranzumachen und so weiter. Ich ignoriere das. Und hey, wir sind nur Freunde. Und ich schmeiße mich da so ran. Und dann gibt es diese Fotos bei dem Fahrstuhl von mir und Pias Mann.
und sage immer noch, nein, es sind gar keine, es ist kein Kuss gewesen. Und dann setze ich mich noch am Flughafen hin mit Pias Mann und kuschel mich da so an. Die Pia, die würde mir die... Das ist das Erste, was sie machen würde, ja. Und das Zweite ist, und dann komme ich noch auf die Idee, das auf Instagram noch zu befeuern, Pia damit noch mehr weh zu tun, indem ich sowas hier fake. Ja, stellt euch mal vor, dann würde ich da so sitzen. Oh, die Pia, die hat zu mir jetzt das und das auf Insta gesagt, obwohl ich ja die ganzen Fotos und all das auf alles abgeliefert habe. Aber, boah, die war gemein zu mir auf Insta, die hat mich jetzt beleidigt. Und obwohl es eigentlich zu Recht ist, ja. Und dann mache ich nämlich ein Bild von mir im Dschungel mit Dr. Bob. Und dann denke ich mir, oh, das könnte ich nehmen und könnte die Leute, euch allen, so aussehen lassen, als wenn das der Mann von Pierce ist, wenn das Siko ist. Macht dann so das so raus, stellt euch mal vor, ich wäre auf so eine Idee. Bruder, ich bräuchte so dringend Hilfe, da so könnt ihr euch so schnell, könnt ihr gar nicht denken. Und dann mache ich diesen Mann da so weg so und dann denke ich, boah, das ist geil. Das könnte so aussehen, als wenn das Siko ist. So, und dann poste ich das mit dem Text, schöne Erinnerung an Australien festhalten. Ja, das poste ich. Das tut der weh. Und jetzt sitze ich beim Promi-Büßen und dann outet Olivia Jones die Wahrheit. Achtung. Du retuschierst Achtung. Auf einem Foto eine Person heraus. Es könnte sich dabei, ja, um Peter Klein handeln, aber es ist nur Dr. Bob. Ich würde im Erdbogen versinken. Jetzt, ja. Und würde mich freiwillig in eine Klinik einweisen lassen. Ja. Wie sie guckt. Also zu dem Bild kann ich nur sagen, ja. Sie hatte mich da sehr provoziert. Ach so, ja, sie dann. Hatte mich da auch sehr beleidigt. Ja, ja, dann komme ich auf die Idee, habe ich ja gerade schon erklärt, so ein Foto zu machen. Alter, Bruder, bitte. Und deshalb habe ich dieses Posting gemacht. Hauptsache, das Feuer lodert weiter. Genau. Ein Shirt mit dem Aufdruck Team Klein, Team Wölke. Während ihres Zuhause vor Eifersucht tobt. Und natürlich werden immer fleißig die Boulevardmagazine markiert, damit keine Story verloren geht. Also was will man damit dann erreichen, wenn man die Boulevardmagazine noch markiert? Wie peinlich willst du dich, wie sehr willst du dich blamieren? Und manche ihres Gegner so, die wurde da so vorgeführt, die Yvonne, Bruder, die hat sich selbst da reingeraten. Ja, okay. Das ist ihre eigene Misere. Ja. Worüber reden wir hier? Das ist ihre eigene Scheiße, die sie hier macht. Mhm. Bitte. Alter. Was? Ja, ehrlich. Yvonne, ich könnte noch ewig so weitermachen. Ja. Aber dann sitzen wir hier morgen noch. Weißt du, was ich glaube? Und da muss man nun wirklich kein Meisterdetektiv sein. Es geht dir nur um eine Sache. All eyes on me. Ja, absolut. Es geht dir um Fame. Ja. Und du gehst vielleicht für den Erfolg nicht über Leichen, aber über Ehen. Zitat, für Fame muss man die Extrameile. Ey, ist das nicht krass, oder? War Peter deine Extrameile? Ist das nicht krass? Ich finde das so krass. Ich finde das so krass. Ich finde das so erbärmlich. Hast es von der Begleitperson in die erste Reihe geschafft. Auf die große Bühne. Sie sagt gar nichts mehr. Die ist wie ersteinert, erstarrt. Ja, man glaubt das kaum. Ist hier dein erstes Reality-Format? Ja, das stimmt. Na, endlich. Und was war der Preis für dieses Format? Danke. Peter und Iris haben sich getrennt. Deine Ehe ist daran zerbrochen. Ist das alles die sogenannte Extrameile? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der hat richtig auf den Kiefer gebissen. So, ertappt, richtig erwischt. Kammer. Vielleicht wolltest du wirklich einfach nur bekannter werden. Und vielleicht auch auf Kosten anderer. Und hast so lange gestichelt, bis die Kleinehe tot war. Und nicht nur die Kleinehe, sondern auch deine Ehe. Guck mal, die sagt ja nichts. Die sagt ja nicht einmal, nein, das stimmt nicht, meine Ehe retten wir oder das stimmt alles, die widerspricht ja nicht, weil das ist ja einfach die pure Wahrheit. Und jeder, der sagt, Yvonne Wölke wurde ihr vorgeführt, nein, ihr werden ihre eigenen Taten nur im Spiegel vorgehalten. Eklige und schreckliche Wir sind Frau. Hier beim großen Promi-Büßen und deshalb muss es auch für dich eine symbolische Strafe geben. Genau, da muss sie ja jetzt, die muss diese 26.000, 32.000 Schritte gehen und die will so sehr ja büßen für ihre Scheiße, dass sie die Kacke gar nicht macht, also besteht. Ne? Und dann müssen alle ihre Kaffee abgeben, aber zuvor kommt sie erstmal raus aus dieser Hölle. Und was hat Mike Zies eigentlich dazu zu sagen? Eigentlich der Moralapostel schlechthin, der sich genau das erlauben darf, das zu sagen, oder? Achtung. Vorher noch gesagt, vielleicht auf was sie achten soll. Vielleicht überlegst du mal deine Argumentation. Vielleicht bringst du die Leute mal dazu, dich zu verstehen. Und nicht, dass du siebenmal sagst, aber ich. Aber wer denkt denn an mich? Argumentiere doch anders. Ich habe mich in der Situation unwohl gefühlt, eine Ehe eventuell durch meine Provokation an die Wand gefahren zu haben. Ja, den Schuh muss ich mir anziehen. Was redet der da? Das wäre ein starker... Was redet der da für eine Scheiße? Sorry, Mike. Sorry, Mike.
Das ist, hat alles nicht irgendwas mit unserer Vergangenheit zu tun, sondern ich bewerte dich hier von Format zu Format. Du redest hier so eine gequirlte Scheiße, anstatt du ihr als Freund redst, hör mal zu, benimm dich gefälligst, hör auf mit dieser Scheiße, wenn es dir psychisch nicht gut geht, lass dir helfen, aber was soll denn dein Verhalten in dieser verkackten Öffentlichkeit? Sowas würde ich meinem Freund oder meiner Freundin raten, wenn die mir wirklich wichtig wäre. Und würde ich sagen, was machst du denn da für Fotos am Flughafen? Was fällt dir eigentlich ein, dich so zu benehmen? Habe ich recht? Patrick sitzt hier so mit den... Habe ich recht oder nicht? Ja, so, siehst du. Ist hart ausgedrückt, aber das ist leider die pure Wahrheit. Ah! Und das ist der Grund, warum ich meine Freunde jetzt seit Jahren, seitdem ich einmal nochmal diesen Fehler gemacht habe mit Sarah und dieser komischen Ravissa, man war die Scheiße vor 3 Jahren, seitdem selektiere ich so hart und bin so vorsichtig, wie ich als Freund in meinen Zirkel oder in meinen Kreis lasse. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe keinen Bock mehr auf Lügner, auf Betrüger, auf illoyale Menschen, die mir da auf den Sack gehen, die toxisch sind und selber ihr Scheißleben nicht im Griff haben. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Das rate ich jedem von euch. So welche Menschen ziehen euch nur runter. Mein Gott, ich kann mich aufregen. Sehr, sehr fehlerfreies Argument gewesen. Und was redet ihr? Nahbar? Man hat halt schon den Eindruck gehabt, dass natürlich vieles... Nein, es tut mir nicht weh. Jetzt? Nein. Jetzt ist gleich wieder wie ein Eiswürfel. Hand im Weh. Dass es jetzt alles nur ein Zufall ist, da glaube ich auch nicht dran. Nee, ach. Und wie weit sie das gelenkt hat oder das gewollt hat mit Peter, das weiß ich nicht, das kann ich nicht abschätzen. Aber so in die Öffentlichkeit ganz klar wollte sie. Wie viele Schritte muss ich jetzt machen? 32.000, das sind 20 Kilometer, ne? Ja, lauf mal. Los, fang an zu laufen, deine Büße abzuarbeiten. Aber du bist faul, du machst es eh nicht. Du siehst das ganze Leben wie ein Spiel und das ist das Ding. Du siehst anhand dessen, wie ernst sie das Spiel nimmt, weil sie die Buße nicht geht, wie sie ihr ganzes Leben im Griff hat. Du denkst, guck mal, da steht die da, oh, guck mal, steht die Beine im Bauch. Oh, was? Also 32.000 Schritte. Das ist nicht viel. Echt viel. Ich mache 10.000 Schritte mit der Apple Watch. Habe ich wann gemacht? Zu einem Jahr. Ja, ich meine, in welchem, wie schnell? Ach so, das kannst du in 2-3 Stunden machen. Ja. Worüber reden wir hier? Alter. Fein. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie so viel zu tun haben da. Ja, das ist es. Das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Yvonne hat, glaube ich, ihre Schritte noch nicht voll. Wie viele hast du? Wo ist deine Uhr? Hier. Ich muss noch 28.000. Die hat noch gar nichts auch die Kette bekommen. Dass ich es bis Mittag schaffe. Ich muss noch 28. Und es ist schon mittags. Also morgen vormittags. Man will ja auch immer dabei sein, wenn die da so reden. Man will ja auch ein bisschen hören. Und dann. Genau, das ist das Problem, sag ich dir, liebe Yvonne, was dein Leben so mit sich schleppt. Dass du dich immer um andere Scheiße kümmerst, wahrscheinlich. Und du dich immer um Dinge gekümmert hast, die dich nicht weiterbringen. Und du deswegen mit Ende 40 an dem Punkt bist, wo du bist, in dem du auf Biegen und Brechen bekannt werden willst. So funktioniert aber ein erfolgreich werden nicht. Indem man faul ist und immer da, wo Gossip ist und so. Das funktioniert so nicht. Oh, ich hab die jetzt gefressen, ne? Oh. Hat man die Schritte wieder vergessen und alles ist wieder für den Arsch. Yvonne, komm, wir laufen ein paar Runden zusammen. Ach, alles gut, sonst wird deine Straße liegen. Da muss eine Lisha, die darauf bringt, du musst ein bisschen laufen anstrengend. Jetzt. Oh, anstrengend. Oh, es hat was fürs Leben zu arbeiten, oder? Es hat was zu tun, oder? Etwas für Erfolg zu tun. Ist aber einfacher natürlich, sich so bekannt werden, aber durch irgendwelche künstlerische Tätigkeiten arbeiten oder fleißig sein, das ist der Yvonne wirklich zu anstrengend. Aber genau das ist der Grund, warum sie da ist, wo sie ist. Lässt du den Ring bitte an? Das ist ein Kartierring, der hat schon Schrappen genug. Der ist viel zu teuer. Gut. Lass es dir nicht mehr auf. Immer Spaß. Dann kochen die hier, machen dies, das. Ananas. Und was sagt Yvonne wirklich jetzt hier? Meint ihr, wir sehen das Schummeln nicht? Liebe Yvonne. Ja. Es ist Zeit. Die schummelt, guck mal. Deine Bußzeit ist abgelaufen. Wenn die Arme bewegt, sind das Schritte. Boah, Bruder, Alter. Ist das nicht dreist? Ist das nicht kacken dreist? Und so mogelt die sich das ganze Leben schon durch das... Genau. Oh, ich hasse so... Ich kann auf so Menschen gar nicht, ne? Ach, du Scheiße, jetzt nicht geschafft. Was auf deinem Schrittzähler steht. 28.183. Nicht geschafft. Wenn 4.000 Schritte nur gefehlt haben... dann hat man nicht alles gegeben. Ja, wenn das sogar ein Erik Sindermann sagt. Weißt du, für mich ist es natürlich blöd, dass ich das jetzt nicht geschafft habe, weil es haben ja wirklich nur 4.000 gefehlt. Da hätte ich echt nur 10 Minuten noch gebraucht und dann wäre ich durch gewesen. Du konntest die symbolische Buße nicht erfüllen. Deshalb wird das ganze Team bestraft. Schock. Scheiße. Verabschiedet euch bis zum Ende eures Aufenthaltes von Kaffee. Wir kriegen gar keinen Kaffee mehr. Sorry.
Und sie so, sorry, ich war einfach zu faul und zu inkonsequent und ich bin einfach so, wie ich bin, sorry. Sorry, tut mir leid. So, wenn Kaffee weg ist, dann Kaffee-Junkie austicken. Fein, bis zum Rest. Oder nicht einen Tag. 10 Tassen am Tag. Kaffee war noch so der einzige Luxus hier, den wir im Camp haben. Das ist auch so, und wir gehen weiter. Und zwar kommt dann ein Spiel, ein erstes Gruppenspiel, wo Leon Mascher in einer Gruppe sind und Mike Zies. Und Mike Zies hat sich da komplett nicht unter Kontrolle, weil er halt nicht verlieren kann und so weiter. Aber das Spiel könnt ihr euch wirklich auf Join Plus angucken. Es lohnt sich. Da kann man auch wieder sehen, dass da was mit Mike Zies immer noch nicht stimmt. Ich kann es auch langsam nicht mehr, ehrlich nicht. Das aufnehmen einfach einmal und dann und guckt es euch auf jeden Fall an. Wir gucken es uns auf jeden Fall erstmal an. Was kommt in der nächsten Folge? Es ist Zeit, sich euren Verfehlungen zu stellen. Viel Spaß bei dem asozialsten Blockbuster, den ihr jemals ja. in eurem Leben gesehen Nisha habt. Nisha weiß es aber, würdest ne? du für deine Tochter einen Mann wie dich wollen? Ich krieg richtig schwer Luft gerade. Das ist purer Hass. Um zu büßen, geben unsere Promis alles. Ja. Kannst du mal kurz aufhören zu schreien? Die Nerven liegen blank. Wir sind eigentlich alle nicht teamfähig. Hast du nicht kapiert, in welcher Sendung wir sind? Du schreien, ich entscheide, du das bist. Wenn du das bist. Keine eigenen Ideen, wie hier, wie es kann ja nicht richtig. Das mal machen. Wo ist denn hier der Anstand und Respekt? Na gut, ja. Aber hast du mich gerade als Prostituierte beleidigt? Die Emmy. Ach, die Emmy Russ ist Scheiße. Nämlich eingezogen oder zieht nein, ein. Nein, ich mach das nicht, Leute. Auch beim ersten Tribunal der Loser nimmt die Eskalation kein Ende. Jetzt werden die Krallen ausgefahren. Fake. Lügen. Intrigen führen. Ich kann dir nichts glauben. Ja, guck dich selber an. Dachte, die haut ihr gleich eine rein. Ja, die Nominierung, das ist immer so eine Sache, ne? Das heute Abend bei der Nominierung ist meine persönliche Vendetta. Genau, Freunde der Sonne, ich muss euch sagen, bei den Nominierungen geht es ja dann immer meistens so richtig heftig ab, ne? Dann bekriegen sie sich auch selber, in der ersten Folge ist immer noch so, oh, wir wollen alle miteinander und ab der zweiten hauen sie sich gegenseitig auf die Mappe. Übrigens habe ich gerade gesehen, das war die Bunny Jai Produktion, die das Ganze hier produziert hat und die uns, mir in dem Falle Credit gegeben hat, Onion Dog Credit gegeben hat und Bullshit TV. Vielen Dank an Bunny Jai Production in dem Falle, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und ja, Freunde, was sagt ihr dazu? Ich glaube, Promi-Büßen jetzt die zweite Staffel, weil die erste Staffel hat mich nicht so interessiert. Die zweite Staffel ist wirklich, ich glaube, das wird, glaube ich, mit das beste Format in diesem Jahr, weil hier wirklich alle drin sind, die wir büßen sehen wollen, oder? Buße tätigen, machen wollen. Gibt's das? Nein. Nee. Ihr wisst, was ich sagen will, mein Deutsch wieder hier. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie findet ihr das? Bleibt bitte sachlich. Es ist alles immer nur eine Meinung des anderen von uns allen. Man kann sich auch austauschen und auch mal eine Meinung des anderen so stehen lassen, ohne die Person direkt zu hassen, Freunde der Sonne. Ich hab euch lieb, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.